Herzlich willkommen zur neuen Spezialausgabe des Telestammtisch hier auf geekwisper.de. Und heute sind wir bei der nächsten Live-Veranstaltung. Das ist nämlich der erste offizielle Comic- und Manga-Park hier in Erfurt. Und wir haben uns das nicht nehmen lassen und wollen hier heute und morgen dann mal zwei Tage einen intensiveren Einblick in die Veranstaltung werfen. Ganz viele Zeichner und Künstler interviewen, die Veranstalter werden wir uns mal raussuchen, ganz viele Cosplayer interviewen und ich glaube, das wird ein voller Erfolg und sie erwartet jede Menge. Es gibt also eine riesengroße Zeichner-Alley. Unter anderem ist hier auch am Start der John Royal, den man von G.I. Joe oder eben auch von Spider-Man kennt. Und auch diverse deutsche Künstler. Namentlich wären das zum Beispiel Johannes Kretschmer, Martina Peters, Moritz Stetter oder eben auch Inga Steinmetz. Und das sind nur einige wenige von mehreren Künstlern, die sich hier versammeln, unter anderem auch der Ulf Salzmann, von dem ich vor kurzem seinen Comic Flausen gelesen habe. Der erwartet uns also viel. Es gibt ein buntes Rahmenprogramm aus Workshops, wo Leute zeichnen lernen können, wo man sich über Cosplay Gedanken macht, bisschen bastelt. Also das ist wirklich ganz viel auf beide Tage verteilt. Es gibt ganz viele offizielle Cosplay-Gäste. Da wäre am Start unter anderem die Ghostbusters German Division oder eben auch die allseits bekannten Avengers Live, die sich ja auf jeder zweiten Comic-Con rumtrollern. Und dann eben auch noch die Star Wars-Fans Hannover. Und es gibt ganz viele Picture Points, wo du dir also eben ein paar nette Schnappschüsse machen kannst. Und jede Menge weitere Highlights. Und was genau uns erwartet, das gucken wir uns jetzt an. So, wir beginnen unsere Zeichner-Interview-Reihe heute hier bei jemandem, der so ein bisschen Manga-esk unterwegs ist. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Hallo, ich bin die Cleo Kater. Hallo Cleo, du bist ja gerade Tisch Nummer 1 und deswegen habe ich mir gedacht, fangen wir einfach mal bei dir heute an. Was hast du uns denn heute hier mitgebracht? Also ich habe die kleinen Kakaokarten, die so immer rumgehen. Das sind so kleine Kärtchen. Dann vorgefertigte Kornhorn-Einträge und Buttons, kleine und Handspiegel. Okay, nice. Was sind das für Einträge, von denen du gesprochen hast? Wir sind jetzt nicht so im Manga-Bereich unterwegs, aber wenn du es uns so kurz erklären würdest. Conan-Einträge, das sind Einträge, die man in so kleine Büchlein macht mit leeren Seiten. Und da lassen sich Besucher ihre Lieblingscharaktere reinzeichnen, entweder von Animes, Mangas oder von ihren Lieblingszeichnern. Und wie sieht das hier heute aus? Was für Figuren sind das jetzt hier auf den Bildern? Sind das Eigenkreationen oder sind das ist das Fanart? In welche Richtung geht das? Das ist mehr Eigenkreation. Fanart nicht so sehr, weil ich mag es mehr, wenn ich mir selber was ausdenken kann. Ja, wir kennen uns jetzt ja auch, wie gesagt, im Manga-Bereich noch nicht so gut aus hier bei uns im Podcast, aber wenn du uns vielleicht kurz bestimmt beschreiben möchtest, was so die Besonderheiten an deinen Charakteren sind, was dich vielleicht auch auszeichnet. Kann ich das gar nicht so sagen. Ja, sag mal, was mich auszeichnet. Die vielen Details. An den Haaren zum Beispiel. Sie sind sehr fein gezeichnet, sehr detailgetreu. Auch Hintergründe, jetzt zum Beispiel bei meinem eigenen Manga. Ich zeichne sehr gerne Hintergründe, was man dann eventuell später auch sieht. Ja, ich spiele auch sehr gerne mit Hintergründen rum. Auch mit weißer Tusche. Ja, das macht immer sehr viel Spaß. Und wir haben uns hier gerade vorab schon über was unterhalten, das hier vor uns liegt. Das ist so eine sind erste Zeichnung. Du hast auch eine Geschichte vor und arbeitest gerade an der. Worum wird es ungefähr in der Geschichte gehen? Gibt es vielleicht sogar schon einen Namen? Ja, ich habe auch schon, also eine grobe Story steht schon. Ja, es geht um zwei Charaktere, um ein Katzenmädchen, das lebt zurzeit im Totenreich. Da kann man sich einmal im Jahr bewerben, da kann man wieder auf die Erde kommen und ja, muss innerhalb von 3 Tagen seine wahre Liebe finden. Ansonsten verschwindet man für immer, wenn man die Aufgaben nicht löst. Hast du schon einen Namen, den du uns verraten willst? Ja, der weibliche Hauptcharakter heißt Tomoka und der männliche heißt Hiroki. Cool, und zeichnest du analog oder digital? Wie bist du da unterwegs? Nur analog. Digital wirkt bei mir dann nur eventuell mal noch gerastert. Ansonsten mache ich das auch mit, also per Hand. Und digital kommt dann nur noch der Text rein.
Ansonsten, ich bin der reine Handmensch. Ja, cool, vielen Dank. Und vielleicht magst du uns am Ende noch sagen, wo wir dich vielleicht auch online finden können, Facebook oder wie man dich erreichen kann und sich mal einen Eindruck von deiner Arbeit machen kann. Man findet mich auf Facebook und Instagram. Und unter deinem Namen? Unter meinem Namen, genau. Alles klar, verlinken wir in den Shownotes, kann man dann gar nicht übersehen. Vielen Dank, ciao. Danke, tschüss. So, und weiter geht die Interview-Polonaise. Wir sind jetzt hier am zweiten Stand und es ist plötzlich viel dunkler geworden als eben. Hallo, ich bin der Andi, wer seid ihr? Ich bin Vanya. Ich bin Sorata der Schilderich. Wer? Sorata der Schilderich. Danke. mir ist aufgefallen, dass ihr sogar, also ihr habt fertige Hefte, fertige Stories, zumindest Ausschnitte davon oder jetzt so erste Ausgaben davon. Was haben wir denn hier und warum sieht das auf ersten Blick alles ein bisschen dunkler aus? Ja, wir sind eigentlich Lovecraft-Fans und als es darum ging, für einen Wettbewerb einen Beitrag zu schreiben, haben wir uns gesagt, wir machen unseren Spin, also unsere Hommage an Lovecraft und haben dann Ovum, den Horrorcomic, gestartet. Schilderich macht die Zeichnungen, ich mache so die Koloration, zusammen schreiben wir die Story und ja, es geht halt in Richtung Horror, es ist ein bisschen düsterer. Wie heißen denn eure Geschichten und könnt ihr so grob anreißen, wie das Setting ist? Also das Ovum, das wir gerade erwähnt hatten, da geht's um eine Lovecraft-typische Geschichte, wo eine archäologische Entdeckung gemacht wird, die vielleicht nicht hätte entdeckt werden sollen. Und der albtraumhafte Schrecken, der sich dadurch entfesselt, plagt dann halt die Protagonisten der Geschichte. Okay, und dann habe ich hier noch was, nennt sich Xenon. Was ist Xenon? Xenon ist ein Sci-Fi-Action-Comic, der in der fernen Zukunft in einem fernen Winkel der Galaxis angesiedelt ist. Und da geht es im Grunde um einen jungen Mann, der Superkräfte, sage ich mal, entdeckt und gegen eine finstere Alien-Invasion aus Cyborgs ankämpfen muss. Ja, geil. Also was Düsteres, das, das gefällt mir immer. Ihr produziert das alles selbst. Das heißt, die Heftchen hier vor mir liegen, da hat euch kein kleiner Indie-Verlag oder ein riesengroßer Verlag vielleicht sogar geholfen, euch da bei den Druckkosten ein bisschen supportet oder so? Nein, das ist jetzt alles auf eigene Kappe. Also das machen wir alles selbst in Eigenproduktion. Ja, genau. Also das wird bei einer Online-Druckerei eingereicht. Die Hefte werden da gedruckt und dann werden die meistens auf Messen verkauft. Wenn ihr das erstellt, seid ihr analog oder digital unterwegs? Wie ist es bei euch? Mittlerweile sind wir mehr digital unterwegs. Die etwas noch älteren Geschichten, die wir mitverkaufen, die wurden ursprünglich noch analog gezeichnet und dann halt am Computer noch nachbearbeiten. Ja. Okay, prima. Und dann, den Namen muss ich zumindest noch erwähnen, weil er so heraussticht, habe ich noch einen Comic Eierkuchen der Verdammnis. Was ist das denn? Ist das was Lustiges? Also Eierkuchen der Verdammnis ist ein von der groben Thematik her auch ein bisschen eine Hommage an Lovecraft, nur weitaus lustiger und leichtherziger und ist auch thematisch ein bisschen mit den Werken von anderen Indie-Zeichnern verknüpft, aber die Geschichte ist auch völlig unabhängig davon zu genießen. Wie auch Eierkuchen. cool. Vielen lieben Dank für eure Zeit. Und vielleicht wollt ihr uns am Ende noch kurz verraten, wo man euch vielleicht online finden kann, wie man vielleicht auch mal eine Bläseprobe von euch erhaschen kann oder wo es euch mal live wiederzusehen gibt. Ja, also online findet man uns inzwischen unter fervorcraft.de und dort kann man eigentlich in alle unsere Sachen reinlesen. Da sind die wichtigsten Werke verlinkt. Ja, da findet sich dann auch Links zu unseren Twitter-Profilen und dergleichen und da gibt's dann auch Ankündigungen, auf welchen Messen wir dann demnächst mal vertreten sind. Das hängt dann halt auch immer etwas vom beruflichen Zeitplan ab und ja, wie man nun gerade die Finanzen parat hat. Also ist das für euch genau wie für uns einfach ein tolles Hobby? Genau. Sehr schön, dann vielen Dank für eure Zeit und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. Tisch Nummer 3. Tisch Nummer 3 hat so einen leichten Holzton mit ein bisschen Schwarz. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist denn du? Hallo, ich bin der Pit. Hi, Pit. Und ich sehe hier ein Buch und ich sehe hier kleine Bärchen und Figuren. Was ist denn das? Ich mache Art Toys.
das ist eigentlich auch schon das, was ich tue. Genau, das sind Kunstwerke mit Spielzeugcharakter. Die aber tendenziell nicht so zum Spielen geeignet sind, vermute ich mal, oder? Genau, die sind nicht zum Spielen geeignet, haben aber trotzdem die Physiognomien eines Spielzeugs. Sprich, die Kleinheit, die Sammelbarkeit und die Materialien, so dass Kunstwerke oder Skulpturen bezahlbar werden. Was für Material ist das? Ist das jetzt hier aus einem 3D-Drucker oder hast du da schon stundenlang in der Werkstatt gestanden und Holz geschliffen? Was hast du da gemacht? Das ist teilweise Holz, teilweise eine Plastiksorte. Und zwar ein Beresinguss oder aber ein Polymerclay, je nachdem, was es halt für eine Figur ist. Und das sind jetzt eigentlich von dir erdachte Figuren und Kreationen? Oder sind die inspiriert irgendwo raus? Kommen die aus irgendwelchen Geschichten, die du vielleicht auch zeichnest? Wo kommt das her? Das sind Figuren, die ich selber entworfen habe. Das sind teilweise Charakter-Darstellungen, teilweise Figuren, die inspiriert wurden aus einem Buch, was ich geschrieben habe, teilweise aber auch einfach Maskottchen, die ich gebaut habe. Okay, cool. Und was ist das hier für ein Buch? Ich habe hier in was geblättert, das nennt sich Stell dir mal vor. Es ist ein schwarzer Hardcover vom Blaulicht Verlag, den wir auch noch nicht kennen. Was habe ich denn da vor mir? Der Blaulicht Verlag verlegt Poetry Slammer. Unter anderem und junge Autoren und der nette Herr Simeon Buß oder Simpanse, wie er da heißt, hat einen Poetry Slam geschrieben für die Poetry Slam Meisterschaften in Bremen, hat dann mit diesem Text gewonnen und den habe ich illustriert und das ist auch das Buch dann. Okay, und wie habt ihr da, bin vielleicht mal kurz auf die Zusammenarbeit, das ist also seine Geschichte, die du illustriert hast, hat er dir also da seine Ideen genannt, wie er will, dass Charaktere aussehen oder konntest du dich da selber mit einbringen? Wie lief denn das so vom kreativen Bereich? Wir sind seit Jahren gut befreundet und haben uns gedacht, wir wollten gerne was zusammen machen, haben uns dann zusammengesetzt, haben die Geschichte gesehen, haben gesagt, hier so und so und haben dann am Wochenende angefangen, nur Charaktere zu entwickeln dafür. Haben dann irgendwann gesagt, hey, das gefällt uns, lass uns doch mal gucken, ob wir das und das machen. Dann sind wir schnell in den Laden gerannt, haben Kratzpapier gekauft, damit wir überhaupt erstmal ein bisschen anfangen konnten. Haben dann überlegt, dass das Stil gut passen würde und dementsprechend hat sich das dann über ein halbes Jahr entwickelt und ist dann ein fertiges Buch geworden. Wir sind also direkt in den Buchdruck gegangen, über den Verlag, zu dem ihr vermutlich Kontakt habt. Es gibt also jetzt nicht irgendwie einen Webcomic, der da vorgeschaltet war oder so ähnliches. Nein, genau. Wir sind direkt zum Verlag gegangen. Es war auch darauf ausgelegt, dass wir einen Verlag mit diesem Buch finden. Und der Blaulicht Verlag hat es uns sehr einfach gemacht und sehr nett. Da kann ich Props dabei an Dominik Bartels dafür, dass er das gemacht hat. Ja, cool. Dann vielen Dank für deine Zeit. Und vielleicht magst du uns am Ende noch sagen, wo wir dich denn vielleicht auch online finden können. Online könnt ihr mich finden unter www.pitnerzold.de oder aber bei Facebook und bei Instagram unter Zaunprinz. Dann vielen Dank für deine Zeit und viel Spaß noch. Ciao. Immer wieder gerne. Dankeschön. Die Zeichner-Alley strotzt nur so von Künstlern. Es ist sehr Manga-esk alles. Viele haben einfach nur einfache Bilder dabei, tolle Buttons, Sticker oder eben Lesezeichen. Und jetzt habe ich mich hier auf jemanden getroffen, der, ich möchte mal sagen, ein bisschen professioneller vielleicht auftritt oder eben auch ein bisschen organisierter. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist denn du? Ich bin Trollkäfer, auch bekannt als Finn, und ich gehöre zum Verein Art Makoro. Zum Verein Art Makoro, ist es dieser Verein, der hier unten steht, Verein zur Förderung von Zeichnen und Autoren? Ja, genau, das sind wir. Wir wollen dafür sorgen, dass auch angehende Zeichner und Autoren, die noch nicht komplett selber ausstellen wollen oder können, eine Möglichkeit haben, sich zu präsentieren und auch sich in ihrem Bereich weiterzubilden mit Hilfe von professionellen Autoren und Zeichnern. Ja, wo kommt ihr her? In welcher Region seid ihr unterwegs? Unterwegs, im Sinne von, wo wir ausstellen, sind wir in ganz Deutschland und Teilen von Österreich. Unser Vereinsorga sitzt auch in Österreich, aber wir haben auch eine sehr große, aktive Gruppe in Deutschland. Also ihr wollt ja fördern diesen kulturellen, künstlerischen Bereich. Um mal so plump zu fragen, was qualifiziert euch denn dafür? Warum gerade ihr? Einmal glauben wir, dass wir das ganz gut machen, indem wir eben Ratschläge geben. Wir sind auch schon sehr lange in der Szene unterwegs. Also wir haben viele Leute, die schon seit Jahren selber Projekte durchbringen, eben sich immer selber weiterbilden durch Workshops, auch Workshops geben. Und sagen wir mal so, auf der einen Seite, wir haben natürlich Projekte, die wir verkaufen und die auch ganz gut laufen. Auf der anderen Seite hat uns auch in Workshops doch niemand gesagt, dass wir einen schlechten Job machen. Von daher glauben wir natürlich, dass das ganz gut läuft. Also wir haben auch schon viel positives Feedback bekommen. Du hast gerade Workshops angesprochen. Seid ihr auch bei den Workshops, die ihr heute Morgen auf der Veranstaltung sind, seid ihr da beteiligt oder macht das jemand anders? Das macht jemand anders. Hier wurden wir für Workshops nicht angefragt. Wir haben das letzte Mal auf der Leipziger Buchmesse Workshops gemacht, diverse. Einmal zu Lineart und mit wasservermalbaren Farben arbeiten, einen zur Textgestaltung und Charaktererschaffung für Geschichten und einen zum Arbeiten mit Schmuckartikeln, also wenn man selber was zusammenstellen möchte.
Ja, cool, danke. Ich würde gerne mal euer Portfolio durchgehen, was ihr hier so dabei habt. Und dass wir einfach mal schauen, was ihr vielleicht auch, was man bei euch so kriegen kann. Ja, auf jeden Fall. Das neueste Vereinsprojekt, was rausgekommen ist, ist der Band 2 von unserer Anthologie, dem Imbiss. In dem geht es um eine Kantine in Hamburg und Leute, die da ein- und ausgehen, worunter sich auch einige Personen befinden, die vielleicht nicht mehr ganz unter den Lebenden wandeln. Also es geht um Vampire, um Werwölfe, um Magie, von der die Menschen eben nichts mitkriegen, wo auch viele Leute sich beteiligen. Als Anthologie können eben alle, die was dazu beitragen möchten, zum Beispiel eine Geschichte schreiben. Die tun sich dann mit einem Künstler zusammen, der dazu Illustrationen malt. Und im ersten Band gab es auch mehrere Comics. Im dritten Band wird es hoffentlich wieder Comics geben. Also da laufen die Arbeiten schon, dass da noch weitere Geschichten entstehen. Wie ist da die Aufteilung? Wenn du sagst Anthologie, wie würdest du das ungefähr aufteilen? Du sagst, ist viel Text, wenig Text. Wie lange brauche ich denn für ein Band? Der letzte Imbiss war eher textlastig, von daher, es kommt natürlich immer drauf an, wie lange man liest, also wie schnell man liest. Ich glaube, es sind etwa 100 Seiten, von denen eben einige Ganzseiten Illustrationen sind, aber ich denke mal so auf 70, 80 Seiten Text kommt man schon. Im ersten waren eben mehrere Comics drin, den hat man schneller durch. Den habe ich selber gelesen, es war so 1,5 Stunden etwa, wobei ich auch sehr langsam lese. Und dann habe ich noch ein Kinderbuch gesehen, was ist das? Das ist von einer unserer jüngsten Autorinnen geschrieben, eine Geschichte über die Freundschaft zwischen einem Panda und einem Tiger, die am Anfang etwas holprig verläuft, weil die Pandas eben grundsätzlich den Tigern nicht so trauen, das sind ja Fleischfresser. Aber es kommt zu einer spannenden Abenteuergeschichte, wo der Tiger die Pandas rettet und am Ende entsteht eine schöne Freundschaft zwischen den Hauptcharakteren Hanna und Akira, illustriert von einer Zeichnerin von uns, Don Kringel. Komplett in Vollfarbe, Aquarell, alles ganzseitige Bilder und in einer Schrift gesetzt, sodass sie sich auch für Leseanfänger eignet. Ansonsten auch eine schöne Geschichte zum Vorlesen und Durchgucken. Nice. Wie läuft das denn bei euch, wenn man mit euch in Kontakt treten möchte, wo man eben jetzt vielleicht schon so ein paar Seiten gemacht hat oder mal einsteigen möchte vielleicht in die Materie? Wie kann man sich bei euch melden und wer sollte sich überhaupt bei euch melden? Also bei uns melden können sich alle Leute, die sich entweder an Dingen beteiligen wollen, weil sie sich nicht zutrauen, ein eigenes Projekt zu stemmen. Leute, die Hilfe dabei haben möchten, ein eigenes Projekt zu stemmen und es über einen Verein verlegen möchten zum Beispiel. Leute, die zeichnen und noch einen Autor suchen, weil sie unbedingt einen Comic schreiben wollen, aber keine Idee haben. Oder Autoren, die unbedingt jemanden suchen, der für sie illustriert. Dann können sich Leute bei uns melden, die einfach Feedback zu dem haben wollen, was sie schon gemacht haben oder was sie noch machen möchten, die vielleicht auch Hinweise dazu brauchen, wie man mit einem Verlag zusammenarbeitet, wie man Dinge in den Druck schickt, diese ganzen formalen Sachen oder eben inhaltliche Sachen. Zum Beispiel, ich habe diesen Text geschrieben, hört er sich eigentlich gut an? Und dann haben wir eben Autoren da, die einem helfen. Das kann man auch machen, wenn man einfach sagt, ich möchte halt besser werden und Feedback haben und habe überhaupt nicht die Absicht damit, jetzt das zu vermarkten oder so. Und wie man sich bei uns melden kann, am besten über Internet, da wir eben über Österreich und Deutschland quer verteilt sind, läuft bei uns eigentlich alles über Forum und über Online-Kommunikation, sehr viel E-Mails. Deshalb haben wir eine Internetseite, artmakuro.de, bei der findet man die Kontaktdaten von uns und da kann man uns auch so ganz gut erreichen, kriegt auch ziemlich schnell eine Antwort auf irgendwas. Alles klar, das packen wir alles in die Show aus, muss man einfach nur draufklicken und dann findet man das direkt. Noch eine persönliche Frage zum Schluss, was liest du selbst gerade? Was ich lese? Ich lese im Moment den Black Panther Comic und an Büchern, ja, das letzte habe ich vor langer Zeit abgeschlossen, das war Game of Thrones Band 2. Seitdem habe ich noch nichts Neues angefangen. Ja cool, dann vielen lieben Dank für deine Zeit und viel Erfolg heute noch. Ciao. Dankeschön. Weiter geht's hier in unsere Interviewreihe und nun habe ich jemanden, der wieder komplette Werke dabei hat, also sowohl Anthologien als auch einzelne Sachen. Es sieht sehr bunt aus, er zeichnet selbst. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Hallo, ich bin der Michael Wild. Hi Michael, ich sehe hier ganz viele fertige Sachen vor mir liegen, was ist denn das so? Das sind meine Comics, die ich produziert habe. Hier haben wir Apfel, was meine Comicfigur ist, mit der ich Sachen mache. Dann haben wir noch Anthologien, die ich mitproduziert habe, wo auch meine Sachen drin vorkommen. Und ja, kann man hier kaufen. Was ist denn Apfel? Ist das was Lustiges? Ist das was für Kinder? Ist das eine total düstere Science-Fiction-Endzeit-Geschichte? Was ist das? Es ist eine lustige Slice-of-Life-Geschichte mit einem Apfel als Helden, der sich eben durch den normalen Alltag boxen muss. Allerdings auch ziemlich kindlich naiv vorbeikommt, ja. Wie lange arbeitest du schon an dem Projekt?
Schon mehrere Jahre. Also an dem Webcomic arbeite ich schon seit 2011. Den kann man auch auf Animex und Facebook lesen. Ich habe noch ein anderes Projekt, das heißt Mimimi. Das ist dann auch Slice of Life, allerdings dann für ein erwachseneres Publikum, ebenfalls auf Facebook und Animex zu sehen. Und ja, und so bringe ich halt auch andere Projekte raus. Ich sehe gerade, du bist auf jeden Fall auch mit Stiften hier heute da und zeichnest eine ganze Menge. Bist du generell eher so der analoge oder digitale kreative Kopf? Ich bin mehr der analoge Typ. Und das wird dann von dir eingescannt oder wie ist also der Prozess? Ja genau, also zuerst immer die Vorzeichnung mit Bleistift oder mittlerweile arbeite ich auch mit blauen Stiften, dann eben Tusche, dann wird es eingescannt und dann nochmal am Computer bearbeitet, bis es dann eben fertig ist. Okay, prima. Das kann man sich ja dann, wie gesagt, auf der Seite, die du uns genannt hattest, die wir auch in den Shownotes verlinken werden, auf jeden Fall nochmal anschauen. Und dann habe ich hier eine ganze Anthologie und auch noch ein kleines einzelnes Heft neben mir liegen. Was genau ist das denn hier? Das ist die Shōnen Gogo, die ich 2008 angefangen habe. Die ging 8 Bände weit, wurde dann leider aus privaten Gründen eingestellt und dann habe ich ein paar Jahre später noch ein Shōnen Gogo Special rausgebracht, was quasi ein Best-of ist mit den besten Geschichten. Da habe nicht nur ich Geschichten drin, da sind auch unter anderem David Filecki, den man vielleicht als Entoman-Zeichner kennt, Martin Geier, der auch bei Tokyo Pop Nemo rausgebracht hat und viele andere gute Zeichner mehr. Ist es für dich so ein Hobby, dass du einfach dann auch, weil das ja verdammt viel organisatorischer Stress auch ist, dass du das so nebenbei gemacht hast oder bist du generell sowieso in dem Bereich irgendwie tätig? Das mache ich nur nebenbei. Allerdings, ja, es ist halt ein Hobby, das Spaß macht. Da investiert man auch viel Zeit rein. Wie ist denn dein erster Eindruck heute von der Veranstaltung? Wir kamen schon an Gästen auf dich zu, das sind alle ein bisschen distanzierter oder kannst du dich vor Anfragen kaum retten? Also es ist eigentlich wie auf einer normalen Con. Es kommen Leute vorbei, manche sind interessiert, manche wollen halt nur irgendwelche Postkarten oder Schmuck sehen. Aber die Location gefällt mir. Es wäre schön, wenn das Wetter besser wäre und wir draußen sein könnten. Weil der Park ist eigentlich auch ja, ziemlich geil, muss ich sagen. Ja, der Egerpark ist auf jeden Fall ein Blick weg, auch fernab von Veranstaltungen wie dem Manga- und Comic-Park hier in Erfurt. Dann danken wir dir vielmals für deine Zeit. Und du hast jetzt schon die Animex-Seite genannt, wo man dich finden kann. Gibt es irgendwie noch einen Facebook-Auftritt oder Ähnliches? Also auf Facebook bin ich vertreten, facebook.com/apfel, der Apfel, zusammengeschrieben. Das ist die Seite für meinen Apfel-Webcomic. Dann gibt es noch facebook.com/mimimi-comic, auch zusammengeschrieben. Das ist dann eben für diesen Erwachsenen-Slice-of-Life-Comic. Oder facebook.com/michel-wild-comics, zusammengeschrieben. Das ist dann quasi meine private Künstlerseite, wo ich noch jede Menge andere Zeugs poste. Alles klar, vielen Dank, ciao. Danke und tschüss. Nach den ganzen Interviews der verschiedenen Künstler, die wir uns heute schon angehört haben und eine 1A-Resonanz bekommen haben, sitzen wir jetzt raus, ein bisschen an der frischen Luft. Und hier ist so ein Stand, da stehen ganz viele Sachen rum. Hallo, ich bin der Andi, wer bist denn du? Ich bin die Feli, hallo Andi. Sag mal Feli, was ist denn das hier? Warum stehen hier so viele Boxen mit Comics und anderem Zeug? Wie auch in Halle 2 viele Boxen mit Comics und Co. stehen hier, ja, wie du schon gesagt hast, auch Comics und Co. Nur ist das jedenfalls Comics, die Leute nicht mehr wollen. Beziehungsweise zu viel Platz im Schrank genommen haben, sodass sie dachten, okay, bring es mal her, verkauf's, vielleicht freut sich jemand anders drüber. Heißt ganz kurz, wir sind ein Bring im Beistand. Die Leute bringen ihre Sachen, die sie nicht mehr möchten. Und andere können es verkaufen. Und dann kann ich als derjenige, der das dann hier mitgebracht hat, das in meiner eigenen Preisvorstellung oder legt ihr die Preise fest oder wie läuft das? Du schreibst auf, wie viel du dafür haben willst und am Ende des Tages kriegst du genau die Summe, die wir von deinem Zeug eingenommen haben, ziehen aber 10% ab, weil wir müssen ja unseren Kaffee auch von irgendwas kochen. Sehr schön. Was gibt's denn so für Sachen bei euch? Also die Comics, hast du vielleicht irgendein eigenes Highlight so entdeckt schon heute? Eine Sailor Moon-Figur, noch original verpackt, habe ich hier schon gesehen heute. Viele japanische Zeitschriften kullern auch rum. Was war noch Besonderes? Mörchenradiergummis, fand ich auch sehr süß. Sind aber leider schon weg. Und viele wirklich rare Stücke, was Comics angeht, habe ich auch schon gesehen. Mhm. Ja. Wir werden auf jeden Fall gleich nochmal einen Blick riskieren und vielleicht was mitnehmen, mal schauen. Wie sieht's denn aus? Hier sind noch einige im Cosplay unterwegs. Was ist denn so dein Highlight? Was hast du denn schon so gesehen? Wie heißt es? Tokyo Ghoul.
ein sehr geniales Cosplay, fand ich sehr geil. Oder das Ohngesicht von Shiros Reise ins Zauberland. Aber am besten sind wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, die Ghostbusters, die heute extra hier sind für uns im Comic Park, die ihre gute Laune mit der coolen Mucke verbreitet haben. Und natürlich auch hier der Herr im Batman-Anzug namens Andy. Ja, also das sticht heraus. Sehr nice. Bist du da jetzt also eine Mitarbeiterin vom Veranstalter oder seid ihr einfach eine Clique an Freunden? Wie läuft denn das bei euch? Naja, ich sag mal so, ich habe vor 5 Jahren im Comicladen gearbeitet, der das Ganze hier organisiert. Und bin jetzt quasi als Freiwillige mit dabei, weil die richtigen Angestellten des Comicladens mittlerweile meine gesamte Familie geworden sind. Wir als Team sehen uns auch mehr als Familie als Arbeitskollegium. Von daher läuft das so hier ab. Wir haben den Jan, so heißt er, der Veranstalter, den haben wir nachher im Interview. Wir haben es jetzt nicht geschafft, der ist noch voll im Stress, muss jetzt auch den Cosplay-Wettbewerb vorbereiten und so. Das heißt, wir werden ihn heute Nachmittag vermutlich mal in einer ruhigen Minute dann mal unter 4 Augen interviewen können. Wie kam es denn zu der Veranstaltung? Hast du das ein bisschen mitgekriegt, dass er hier so eine, die erste Comic und Manga, den ersten Comic und Manga Garten, Markt, Markt, Gartenmarkt? Park, danke. Wie kam es denn dazu, dass er hier den ersten Comic und Manga Park in Erfurt veranstaltet? Da bin ich ganz ehrlich, denn genau zu dieser Zeit, wo die Planung begann, war ich nicht in Erfurt anwesend, sondern im guten alten Leipzig. Das heißt, das musst du ihn selber fragen, wie es denn überhaupt dazu kam. Ich kann jedenfalls nur sagen, dass ich sehr stolz darauf bin, dass der liebe Herr Eddingshausen das hinbekommen hat. Denn leider gab es zuvor nichts Annäherndes, so Großes in Erfurt, was Thema Manga und Comic angeht. Wo man dann doch mal einen Hut vor dem Herrn ziehen muss, denn dass Erfurt sich dafür bereit erklärt hat, sowas hier auf der EGA auch zu erlauben, dass das veranstaltet wird. Respekt. Die Location ist auf jeden Fall der ganz große Vorteil der Veranstaltung. Man wird von einem Blumenmeer überschüttet. Es hat heute noch nicht geregnet, es war zwar nicht dauerhaft die Sonne da, aber dieses Gartenfeeling, diese Entspannung, das überträgt sich auf jeden Fall auch auf die Gäste und auf uns. Das ist also der ganz große Vorteil. Wir waren vor 2 Wochen auf der German Comic Con in Frankfurt. Das ist natürlich eine große Halle, das ist laut, das ist voll. Da ist es schon viel netter hier. Dann vielen lieben Dank für deine Zeit. Und danke, viel Spaß heute noch. Ciao. Danke. Tschüss. So, jetzt sind wir immer noch draußen. Und hier draußen stehen ganz viele Bänke rum. Und auf diesen Bänken sitzen Leute, die wühlen in Mappen, die bunt aussehen. Also eigentlich sind die Mappen nicht bunt, aber die Karten in den Mappen sind bunt. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Ich bin der Axel Schulz und mache heute beim Yu-Gi-Oh! Turnier im Comic Park mit. Hallo? Yu-Gi-Oh! Kenne ich. Yu-Gi-Oh! Habe ich damals auf RTL 2 gesehen. Da war ich aber noch ein bisschen jünger. Was hat denn das jetzt mit diesen Karten zu tun? Naja, also die Karten entspringen halt auch teilweise der Anime-Serie. Also das TCG kam nach der Anime-Serie raus und wir spielen das halt hier auf dem Turnier auch um Preise und es ist halt mit eines meiner Lieblingshobbys und deswegen bin ich heute hier und nehme daran teil. Ja cool, was genau ist das denn? Also Trading Cards, man kann wohl gegeneinander spielen, ohne jetzt vielleicht uns sehr mit Details zu verwirren, aber vielleicht kannst du uns so allgemein sagen, was das ist und wie man da ungefähr gegeneinander spielt, mit was kann man es vergleichen? Ja, also es gibt halt noch mehr TCGs, also es gibt noch Magic und sowas, falls das jemandem was sagt. Und man hat halt, jeder hat halt ein 40-Karten-Deck und von dem Deck zieht man halt seine 5 Startkarten und mit denen wird dann gespielt. Man hat Monster, Zauber, Fallen und die sind eigentlich selbsterklärend. Monster kämpfen gegeneinander, Zauber sind dafür da, um die Monster zu unterstützen und Fallen sind halt, wie gesagt, Fallen. Und in dem Extra-Deck, was man noch hat, hat man halt noch spezielle Monster, die man halt in speziellen Wegen beschwören kann, die halt dann, also man braucht bestimmte Bedingungen und unter denen kann man die beschwören. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu erklären. Man braucht halt doch eine Spielmatte vorzüglich, wenn man viel Geld ausgibt, so wie ich, und halt dann seine Tauschkarten, wenn man tauschen möchte. Also ich setz die, wie gesagt. Bevor wir gleich auf das Geldthema zu sprechen kommen, weil ich glaube, da gibt es ein bisschen was zu erzählen. Das ist ja heute hier mehr als nur ein Treffen von Fans, die einfach ein bisschen spielen. Was genau heißt denn Wettkampf? Was gibt es zu gewinnen? Also heute ist der Hauptgewinn 48 Booster, also diese Kartenpacks, die es auch auf den Kiosk gibt, in halt Zeitungsläden und sowas. Oder halt auch im Comic Attack, dem regionalen Comicbuchladen, der das Turnier veranstaltet. Und ja, da gibt es halt 48 Booster, das sind 2 Displays und das sind halt auch wieder Karten drin aus der aktuellen Serie, also die jetzt vor einer Woche rauskam. Und da sind halt viele scharf drauf, weil das halt wirklich ein sehr gutes Set war dieses Mal.
Du sagst neues Set, Sachen, die neu rausgekommen sind. Das klingt nach einem Hobby, für das man sehr viel Geld investieren muss. Stimmt das? Und wenn ja, von welchen Größenordnungen reden wir da so? Also, wenn man es halt wirklich auf einem hohen Turnierlevel spielen will, muss man viel Geld ausgeben. Also ich habe schon in Leipzig, gibt es auch eine große Turnierszene, da habe ich schon Decks gesehen, die waren mit 1200 Euro betitelt. Meins, was ich heute spiele, ist bei knapp 400, 500. Aber es gibt halt auch, wenn man es nur zum Spaß spielen möchte, Decks, die teilweise für 30 Euro über den Tisch gehen. Also wenn halt sich jetzt wirklich jemand informieren würde, möchte, also wenn jetzt jemand von den Zuschauern vielleicht sich das selber mal anschaffen will, Fluffles, also Kuscheltiere sind ein sehr billiges Deck, das ist sehr gut. Es spielt auch heute ein Freund von mir. Und aber man muss halt auch, wenn man es wirklich competitive spielen will, sehr viel Geld ausgeben. Das ist ein sehr teures Hobby. Vorhin sind auch schon kritische Stimmen angemerkt worden, nämlich, dass viel Geld viel bringt. Also man könne wohl gewinnen mit teuren, guten Karten. Ist es schon so, dass man die geileren Sachen, die geileren Decks halt eben auch für teuer Geld erwerben muss? Quasi buy to win? Pay to win, naja, es stimmt in einem gewissen Maß. Also ich finde halt, wenn jemand wirklich Fähigkeiten, also Skill in dem Spiel hat, der kann auch mit einem 30-Euro, 40-Euro-Deck hier das Turnier gewinnen. Ich habe auch hier einen Freund, der hat 100 Euro ungefähr so ein Deck ausgegeben, der hat schon so oft in Erfurt gewonnen. Es ist Pay-to-Win, ja, aber das liegt halt auch ein bisschen an der Marktwirtschaft, die halt Konami zurzeit so ein bisschen fährt. Also es ist bei uns im TCG, es wird ja getrennt, es wird ja in Japan gespielt und in Europa. Und in Europa ist es halt so, das wird halt alles so ein bisschen teurer gemacht, weil sie halt ihr Geld verdienen wollen, Konami. Und es ist halt ein Unternehmen und sie wollen damit halt auch ihr Geld verdienen. Sonst könnten wir sie ja halt hier nicht spielen. Wie sieht's denn aus? Gibt's denn auch, sag ich mal, andere Mitbewerber, die ähnliche Spiele haben? Gibt's da viel? Magic hattest du angesprochen. Ja. Magic gibt's noch und ich habe neben Yu-Gi-Oh! Noch als Hobbys Force of Will. Das ist ein Spiel, das ist mit so Anime-Artworks ein bisschen mehr. Also wird auch heute zum Comic- und Manga-Park ein bisschen besser passen. Und dann gibt's noch Weiß-Schwarz. Das ist wirklich komplett Animes. Das ist also wirklich direkt aus diesen Animes die Charaktere als Karten. Und ich muss ehrlich sagen, Force of Will ist günstiger. Weiß-Schwarz, das hat sich halt bei uns noch nicht so sehr etabliert. Das ist noch nicht so die Szene. Aber Force of Will ist eine gute Alternative, wenn man nicht viel Geld ausgeben möchte. Ja, sehr gut. Wenn du jetzt die Veranstaltung hier, also den Championship, die hier heute stattfindet, den lokalen, vergleichen würdest du mich vielleicht mit anderen Veranstaltungen dieser Art, wie würdest du das machen, wenn du auch so Punkte vergeben müsstest, sag ich mal, auf einer Skala von 1 bis 5? 5 ist fantastisch, eher 1 eher weniger. Wie würdest du sagen, gefällt dir die Veranstaltung hier selbst? Also die Veranstaltung selbst gefällt mir sehr gut, weil bei uns gibt's halt nicht so oft so große Turniere und es sind halt auch wirklich viele Menschen heute da. Und das führt halt auch dazu, dass es ein bisschen mehr Skill braucht. Also competitive ist es eine höhere Stufe als so zum Beispiel die kleinen Turniere im Comic Attack. Aber ich würde ihm heute eine 4 geben, weil ich habe schon ein Besseres erlebt. Aber es ist heute wirklich ein sehr gutes Turnier hier und es macht mir auch Spaß, hier weiter zu spielen. Und ich kann es auch nur jedem, der mit einem Kartenspiel anfangen will, empfehlen. Schaut euch den Anime an und dann spielt das Spiel. Das ist wirklich super. Wenn wir jetzt vielleicht zum Abschluss noch mal ein bisschen spekulieren wollen, wo siehst du die Szene, diese speziell Yu-Gi-Oh! Trading Card Game Szene, vielleicht so in 5 bis 10 Jahren? Ich muss sagen, ich gucke ein bisschen kritisch in die Zukunft. Es wurden jetzt neue Kartentypen angekündigt und da sind sehr viele davor abzuspringen, weil sich das Spiel dadurch sehr verändert. Aber ich muss ehrlich sagen, an alle Zuhörer, die auch Yu-Gi-Oh! Spielen, hört nicht damit auf, weil Link-Monster, also dieses neue Monster-Typ, die verändern zwar das Spiel sehr, aber das führt halt dazu, dass das Spiel interessant bleibt. Und wenn das Spiel jetzt stagnieren würde, also auf einem Punkt stehen bleiben würde, so wie es jetzt ist, würde es irgendwann seinen Reiz verlieren. Es ist zwar ein teures Hobby, aber Konami brauchen halt auch ihr Geld und es sollte, wenn man das Hobby ausleben möchte, auch ein bisschen Geld reinfließen. Es ist halt wie jedes Hobby. Ja, vielen Dank. Du hattest im Vorgespräch gemeint, du hast noch einen YouTube-Kanal. Vielleicht willst du uns mal sagen, wie der heißt, damit wir dich da schön verlinken können. Ah, naja, YouTube-Kanal ist es nicht. Ich hatte mal angefangen, mir einen YouTube-Channel zu machen, aber da lade ich zurzeit keine Videos hoch. Es wäre halt Fluff und Plush. Und naja, ich will halt mit Yu-Gi-Oh!-Videos auch demnächst anfangen. Also wenn jemand da interessiert ist, ich werde wahrscheinlich mal auch ein Recap jetzt zu dem Turnier machen, wo ich mein Deck vorstelle und alles. Und da werde ich mal schauen, dass ich da was hochlade. Aber es wäre schön, wenn ein paar vorbeigucken würden vielleicht. Ja super, da packen wir dich auf jeden Fall in die Shownotes, damit man da einfach nur draufklicken muss. Vielen Dank für deine Zeit und ciao. Kein Problem.
So, wir sind wieder drin und jetzt bin ich hier in der Gaming Area. Und da habe ich jemanden gefunden, der möchte mir was vorstellen, was verdammt gut aussieht. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Hallo, ich bin Elias. Hallo Elias, wir stehen hier vor dem Bildschirm und da fliegt gerade ein kleiner Drachen zwischen Lavasteinen hin und her. Was ist das denn? Das ist ein Spiel, was wir entwickelt haben zu dritt innerhalb der letzten anderthalb Jahre. Das heißt Grand und ist heute erschienen für Android, Tablets und Smartphones. Was ist das? Ein Jump'n'Run? Was ist das genau? Es ist schwer zu identifizieren. Ist halb Jump'n'Run, halb Arcade. Es hat eine Mischung aus Super Meat Boy und Flappy Bird, könnte man sagen. Ja, mit einem sympathischen kleinen Drachen. Cool, das ist dieser Drand, ja? Wenn man möchte, kann man ihn so nennen. Wir haben es niemals im Spiel gesagt, dass der Drache Drand heißt. Aber viele denken so. Okay, also ein bisschen dieses Zelda-Link-Problem vielleicht. Ein bisschen, aber noch haben wir nicht so viele Charakter. Das geht schon. Ja, also wie lange habt ihr entwickelt? Das sieht jetzt ziemlich nice aus. Ich glaube, das macht man nicht mal eben so nebenbei. Nee, nebenbei ist schwierig. Also wir haben etwa anderthalb Jahre entwickelt, ist aber schwer zu sagen. Weil wir haben während des Studiums als Prototyp angefangen, was zu machen. Und dann danach gesagt, ja, der Prototyp, der funktioniert, der macht Spaß, den machen wir fertig. Wir haben nochmal ungefähr anderthalb Jahre dran gearbeitet. Aber halt nicht Vollzeit, weil wir während der Produktion nichts verdient haben. Und so muss man halt nebenbei was anderes machen, um überleben zu können. Also quasi so ein bisschen auch auf semi-professioneller Ebene, möchte man vielleicht sagen. Wie wird das denn gesteuert? Also sagst du jetzt, das ist dann wahrscheinlich über ein Touchscreen. Läuft das, kann ich mir das vorstellen wie Flappy Birds? So ähnlich. Es ist ziemlich simpel zu steuern. Du hast da quasi drei Eingabemöglichkeiten. Linker Bildschirmhälfte, rechte Bildschirmhälfte oder auf den Charakter selbst drauf tappen. Und das im Grunde alles. Du springst nach links, springst nach rechts oder springst nach oben. Und so haben verschiedene Charaktere noch ein bisschen anderes Steuerungsmuster, aber alles in dem Bereich. Wie sieht denn das aus? Sind das also, ist das zufällig generierte Level? Sind das feste Level, die ihr designt habt? Die Level sind alle komplett selbst gebaut, also nicht zufällig generiert. Das ist halt generiert, das ermöglicht halt einen guten Spielspaß und hat eine Ansteigung vom Schwierigkeitslevel. Es gibt immer 8 Level pro Welt und 5 verschiedene Welten thematisch mit mehr Obstacles und mehr anderen Sachen drin. Und auch noch verschiedene Bonus-Level, die man freischalten kann, wenn man sehr schnell ist. Okay, und wie lange entwickelt ihr nochmal? Was habt ihr gemacht? Etwa anderthalb Jahre nach dem Studium. Anderthalb Jahre nach dem Studium ungefähr. Und habt jetzt vor kurzem erst veröffentlicht auf einer bekannten Plattform? Sogar heute erst im Google Play Store. Okay, cool. Was kostet das Ganze? Es ist kostenlos. Kostenlos? Also seid ihr werbefinanziert? Es ist komplett free-to-play. Wir haben bisher noch nichts verdient. Man kann im Spiel Werbung gucken. Die ist aber komplett optional. Dafür bekommt man Punkte, die man ebenfalls mit Erfolgen freischaltet. Und die benutzt man halt, um sich Outfits und sowas zu kaufen. Also optische Sachen, keine Gameplay-relevanten Dinger. Wird es weiter noch geupdatet? Gibt es irgendwelche Zusatzfeatures oder arbeitet ihr schon am nächsten Projekt? Also es wird auf jeden Fall noch ein paar Bugfix-Updates geben, weil es werden auf jeden Fall welche auftreten. Das ist das erste Spiel, das ist jetzt draußen, da kommt auf jeden Fall noch was, leider. Ja, ob es weitergeht aus unserer Gruppe, Dreiergruppe, wissen wir nicht genau. Liegt halt ein bisschen daran, wie das halt läuft. Wenn wir nichts damit verdienen, dann wird es halt schwer, in derselben Konstellation weiterzumachen. Ansonsten gerne. Der Mobile-Gaming-Markt ist ja hart umkämpft. Es gibt ja nun wirklich viele Indies, die sich auch in dem Bereich versuchen und auch viel gute Qualität. Was ist so das Besondere? Wie stecht ihr auf oder wie versucht ihr auch so ein bisschen auf euch aufmerksam zu machen? Es gibt ein paar Sachen, die da, würde ich sagen, rausstechen. Zum einen ist halt die Optik, die halt 2D, halt 3D ist und ein bisschen besonderer ist oder anders aussieht als viele andere Spiele. Zum anderen ist halt ein sehr, sehr schnelles Spiel. Du kannst es spielen, anfangen, 2 Sessions machen oder kannst auch eine Stunde lang spielen, wenn du möchtest. Ja, und wie kamst du dazu, dass ihr heute hier seid auf dem Comic-Manga-Markt? Garten? Wir wussten halt, dass es hier stattfindet und dachten, es wäre eine coole Idee, das da vorzustellen, weil es ungefähr jetzt fertig werden sollte. Dann haben wir es halt so geplant, dass es alles gerade so gepasst hat. Gestern Abend noch fertig gemacht, die letzte Sache, hochgeladen und jetzt sind wir hier. Habt ihr schon erste Reaktionen gekriegt hier vom Publikum? Ja, bisher war eigentlich nahezu alles positiv. Die meisten haben anfangs gesagt, oh, ist viel zu schwer, aber dann konnten sie nur noch einmal spielen, bis es dann halt 20 mal einmal spielen waren. Okay. Also bisher war es ziemlich positiv. Ja, cool, dann vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg vor allem noch. Dankeschön. Nun sind wir bei einem der groß angekündigten Stände hier in der Halle 2, ist es, glaube ich. Hier sind ganz viele Menschen um mich rum, die ganz viele tolle Sachen verkaufen. Und hier haben wir jemanden, den wir bei Geek Whisper durchaus kennen. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Hi, ich bin Janno von Danibox. Hi Janno, du bist ja gar nicht zu übersehen. Du hast hier einen großen Stand mit einem Künstler und ganz vielen auch Trades dabei. Wie läuft's? Och, bislang eigentlich, wir sind jetzt so seit, wie lange sind wir da? Knapp 5 Stunden und... Ja, bislang eigentlich ganz gut. Was natürlich sehr gut immer geht, sind die Signiertitel, weil hier John Royal gerade für Danger Girl zum Signieren da ist. Und da habe ich so ein limitiertes Variant-Cover hier für die Veranstaltung mit 77 Exemplaren. Da sind schon einige weggegangen. Und ja, also bislang dafür, dass es so eine neue kleine Veranstaltung ist, ist eigentlich ganz okay. Wie kam es zur Zusammenarbeit? Wie habt ihr voneinander gehört?
Ich weiß gar nicht mehr. Also ich glaube, ich habe das die Ankündigung oder die Veranstaltung zufällig entweder bei Facebook oder bei Twitter irgendwie was von mitgekriegt. Und dann habe ich da mal hingeschrieben, weil ich immer bei neuen Sachen gerne mal gucke, ob es sich lohnt hinzugehen. Und dann habe ich halt mal gefragt, ob Interesse besteht, dass ich da so Zeichner mitbringe. Und dann haben wir da arrangiert, dass ich halt hier den Stand habe, aber gleichzeitig nicht so ein hohes finanzielles Risiko dabei halt. Seit unserem schriftlichen Interview ist ja nur schon ein bisschen Zeit ins Land gestrichen. Was gibt's denn aktuell Neues bei dir im Programm? Ja, so in letzter Zeit nicht so viel eigentlich, weil ich jetzt Anfang des Jahres ein bisschen krank war. Aber jetzt sind gerade die ersten Neuerscheinungen von diesem Jahr rausgekommen, beziehungsweise kommen jetzt gerade raus. Das ist hier das Ghostbusters Teenage Mutant Ninja Turtles Crossover, wo ich weiß, dass einige Leute schon länger drauf warten. Und dann ansonsten hier der neueste Danger Girl Band, Danger Girl Mayday, der vierte Danger Girl Band in der ongoing oder in der ist ja eine aufeinander aufbauende einzelne Miniserie. Und das ist der vierte Band in dieser neuen Reihe von IDW. Ja. Und jetzt, dann Ende Mai wird es auch nach 100 Jahren endlich mit dem vierten Monster Energy Band, auf den viele Leute schon viele Jahre drauf warten, weitergehen. Der ist jetzt gestern endlich in Druck gegangen. Und außerdem der zweite Band von den neuen Isnogut-Abenteuern, Isnogut wie der Vater, so der Sohn. Und die sind jetzt beide in zweieinhalb Wochen für das Comic Festival in München, liegen die gedruckt vor, weil da auch Nicola Tabari, der Zeichner, zum Signieren da sein wird. Und da ist es natürlich immer vorteilhaft, wenn die Bücher dann auch da sind und signiert werden können. Ja, so viel für den Moment eigentlich. Du bist ja dieses Jahr auch wieder beim Gratis-Comic-Tag vertreten. Hast da auch wieder eine Ausgabe am Start. Was erwartet uns? Diesmal habe ich nochmal wie vor 4 Jahren schon die erste Episode von Monster Energy, weil das bislang mein erfolgreichstes Gratis-Heft war und auch das, was mir am meisten gebracht hat, weil da kommen bis heute immer noch Leute zu mir bei Veranstaltungen und sagen, das Gratis-Heft war ja super, das hätten wir von der Reihe hätten wir ohne das nie was mitgekriegt. Und gerade ist der erste Band parallel zu dem vierten Band auch in Drittauflage gegangen und das ist neben Isnogut eigentlich meine am besten laufende Reihe. Also gerade Band 1 von Monster Energy, da ist die erste Auflage war 1200 Exemplare, dann zweite Auflage 1000 Exemplare und die ist jetzt vor ein paar Tagen, was ich leider etwas zu spät erst mitgekriegt habe, komplett vergriffen gewesen und jetzt habe ich nochmal Drittauflage 1500 Exemplare gemacht, die jetzt hoffentlich wieder so für die nächsten 3, 4, 5 Jahre dann reichen werden. Mal schauen. Natürlich, wenn es schneller verkauft ist, ist es natürlich auch immer gut, aber da so Nachauflagen immer recht teuer sind, weil es da erfahrungsgemäß länger dauert, bis die kostendeckend sind, darf das jetzt erstmal wieder eine Zeit reichen. Aber ja, ist natürlich wichtig, da den ersten Band vorrätig zu halten, weil das ja die Hauptreihe noch nicht komplett erschienen ist. Und deshalb, solange die Hauptreihe erscheint, muss es halt auch komplett lieferbar sein. Und aber dadurch ist jetzt halt für Leute, die zum Gratis-Comic-Tag jedes Jahr hingehen und halt Sammler sind, ist es jetzt nicht so spannend, dass es nochmal die Episode 1 gibt, aber der Grundgedanke von dem Gratis-Comic-Tag ist ja, dass halt neue Leser angelockt werden und in die Läden kommen und da die halt nicht zwingend vor 4 Jahren schon dabei waren, hat sich das halt angeboten, weil jetzt auch im letzten Jahr, also gerade so verteile ich auch gerade hier so die Hefte von Red Queens und Garfield, die haben mir von den Händlerbestellzahlen jetzt nicht so wirklich viel gebracht und deshalb habe ich jetzt nochmal auf altbewährtes mit Monster Energy gesetzt, weil ich die, da kann ich mir dann halt auch wieder ein paar Hefte mitdrucken lassen, die ich dann später bei Veranstaltungen auch selbst gratis verteile und so. Von daher hat sich das angeboten und ist, glaube ich, auch ganz sinnvoll gewesen. Sicher auch eine gute Wahl, weil Monster Energy ja, glaube ich, auch ganz gut ankommt bei der Zielgruppe. Gibt ja gerade die von den anderen angesprochenen Serien wie jetzt Red Queen oder Velvet, wo auch keiner so genau weiß, wie und ob es weitergeht. Ist ja auch mal ein bisschen schwierig.
Mal vielleicht noch ein bisschen, mal noch ein allgemeineres Thema. Vor kurzem war eine Marvel-Retailer-Veranstaltung, da sind so ein paar Interner von Marvel rausgerutscht. Einer der Sachen, die da rausgekommen sind, die auch ein bisschen für Diskussionsstoff in der Szene gesorgt haben, war die quasi Kernaussage, dass sich Comics nicht über Zeichner verkaufen lassen würden. Der Comic-Käufer hat einen Superheldenbereich, kauft quasi, wenn überhaupt, nur nach Autor oder eben auch, weil der Superheld, den er halt mag, eben vorne auf dem Cover drauf ist. Wie würdest du das einschätzen? Wie ist so die Gewichtung, sag ich mal, doch einfach die Gewichtung zwischen Kunst und Text in Comics, vielleicht auch in deinem Programm. Kann man das so irgendwie sagen? Also meiner Erfahrung nach, es ist schwierig zu sagen, also man kann es nicht so pauschalisieren, wie es jetzt dort pauschalisiert wurde, aber ich denke mal, gerade bei so fortlaufenden Reihen sind weder die Autoren noch die Zeichner wirklich ausschlaggebend, sondern wirklich allein der reinen Titel und die Bekanntheit von der Reihe. Denn gerade jetzt zum Beispiel hier bei Danger Girl, wo praktisch jeder von den neuen Bänden von unterschiedlichen Zeichnern gezeichnet worden ist, das verkauft sich halt dadurch, dass es halt Danger Girl ist und die Leute das kennen. Aber oder auch, was auch bei Hack Slash war, was bei Cross Cult in Deutschland erschienen ist, da ist es ja auch so, dass die Zeichner sehr oft gewechselt haben. Und generell würde ich sagen, dass also im US-Markt ist es natürlich nochmal anders, weil der US-Markt sowieso nur an die Die-Hard-Fans abzielt, die halt in Comic-Läden gehen, weil der US-Markt funktioniert ja komplett anders als in Deutschland, weil die keine festen Auflagen machen, sondern die produzieren ja wirklich nur genau das, was von den Händlern vorbestellt worden ist in diesen Solicitations. Und da ist es vielleicht nochmal insofern ein bisschen anders, dass die Leute dann halt, da das sowieso so Übergeeks sind, die das hauptsächlich kaufen, eher so auf Autorennamen und sowas achten. Aber jetzt generell würde ich sagen, dass von so Otto-Normalkunde ist hauptsächlich der Titel ausschlaggebend. Also wenn man jetzt was hat, gerade hier bei meinen Reihen, wie bei Velvet ist es vielleicht so, weil Brubaker ist schon ein bekannter Autor, aber jetzt bei fast allen anderen Sachen, gerade bei Lara Croft oder bei Ghostbusters Teenage Mutant Ninja Turtles, ist es praktisch egal, wer es geschrieben hat und zeichnet, weil es da halt wirklich auf den Reihennamen ankommt. Oder auch bei sowas wie Garfield oder klar, es kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, was die Leute gewohnt sind. Zum Beispiel hier bei Is No Good, da wäre es jetzt natürlich schlecht, wenn es jetzt komplett anders aussehen würde als die alten Alben. Da ist es jetzt zum Beispiel wichtiger, dass das der Zeichenstil stimmt. Das ist dann ein bisschen weniger wichtig, wer jetzt der Autor ist, ob das jetzt ein Comic-Autor ist oder ein Komiker oder sowas. Aber ansonsten, man kann es nicht so pauschal sagen, aber es kommt immer auf die Reihe an und auf die Zielgruppe und so. Und von daher, generell kann man es nicht sagen eigentlich. Aber ansonsten, wenn euch mein Programm interessiert, Titel wie Lara Croft, Tomb Raider, Ghostbusters, Turtles vielleicht demnächst, aber jetzt zumindest schon in Verbindung mit den Turtles, mit den Ghostbusters, oder ansonsten Danger Girl, Monster Allergy, Is No Good, oder coole Katzencomics, dann schaut doch einfach auf meiner Website www.danibooks.de vorbei. Man kann immer gerne direkt bei mir bestellen, weil ich dann so mehr als das Doppelte von dem einnehme, was ich halt bei Handelsverkäufen kriege. Aber wenn man sowieso regelmäßig zum Comicladen geht, soll man es ruhig da kaufen, weil dann meine Titel vielleicht auch ein bisschen bekannter werden. Aber bevor man es halt Amazon hinterherwirft, kann man es lieber mir hinterherwerfen, weil ich da so als so winziger Ein-Mann-Kleinstverlag halt ein bisschen mehr davon habe. Aber ansonsten, ja, schaut rein, wenn euch was interessiert, und ansonsten hier noch viel Spaß beim Weiterhören, würde ich sagen. Werden wir machen, werden wir verlinken, da wir jetzt ja explizit auch viel mehr auf Indies gehen wollen und viele Indie-Verlage. Janu, vielen Dank für deine Zeit und viel Spaß heute noch. Gleichfalls, danke. Weiter geht's, wir sind jetzt hier immer noch in der Halle. Da steht einmal ein schwarzes Buch und einmal ein eher ockerfarbenes Heft vor mir. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Hallo, ich bin der Bastian, auch unter dem Künstlernamen Lapino bekannt. Hi Bastian, wir haben gerade schon uns ein bisschen ausgetauscht über die Inhalte von den beiden Comics. Das ist ja auch mehr so Cartoon-Richtung, die du bedienst, ist das richtig?
Das Schwarze Buch, ja, das ist ein reines Cartoon-Buch. Das ist damals zum 10-jährigen Jubiläum von Comicgate herausgebracht worden. Und wie kommt das? Also Cartoons, denn das ist ja die Kunst, Geschichten quasi in einem Bild zu erzählen. Sind das jetzt hier zusammenhängende Cartoons oder ist das, sind das einzelne Teile? Ja, wie Cartoons meistens so sind, sind sie für sich selbststehend, also keine zusammenhängende Geschichte, sondern einfach eine Sammlung an verschiedensten schwarzhumorigen Cartoons einfach. Also im Regelfall eben auch ohne Text, du machst es also auch in Personalunion. Wie vertreibst du die Sachen denn? Bist du dann jetzt eher so über die Live-Verkäufe hier auf solchen Veranstaltungen und Messen oder gibt es dann die direkt über Comicgate? Wie kann man da an deine Sachen rankommen? Ich sag mal so, die drei Hauptbücher, die ich habe, die kannst du auch bei Amazon bestellen oder direkt beim Verlag, je nachdem, also Comicgate oder Zweifel Verlag. Ja. Dann gibt es noch Quimby, den Webcomic-Shop. Ich weiß nicht, ob der dir ein Begriff ist. Kennst du, genau. Da kannst du auch die Sachen bekommen, unter anderem auch den Herrn Heidenreich, den man nicht bei Amazon bestellen kann, obwohl er eine ISBN hat, aber das sind andere Gründe, warum nicht. Und den verkauft man dann hauptsächlich bei so einem Messenauftritt. Also dann ist das auch, da schleppt man auch nicht so viel mit. Also der ist ganz ordentlich. Wir haben in den letzten Wochen auch diverse Interviews geführt, unter anderem auf der German Comic Con in Frankfurt, ein bisschen umfangreich mit auch Verlagen, hier heute auch schon mit dem Jano von Danny Books. Was ist denn so dein Eindruck? Ich sehe hier das eine Werk von dir kostet gerade mal 5 Euro. Ist das was, was die Kundschaft mal eben so mitnimmt, die vielleicht noch gar nicht so im Thema steckt? Oder gibt es da noch eine gewisse Distanz? Ich glaube, 5 Euro ist ein guter Preis. Tatsächlich, also in Erlangen war es wirklich so, dass viele sich das Heft in die Hand genommen haben, waren dann auch von der Qualität natürlich überzeugt. Also der Druck ist ganz ordentlich geworden und es ist jetzt auch nicht einfach so ein selbst zusammengetackertes Ding, sondern es war schon im Druck und so weiter. Und der Preis natürlich. Also ich denke, 5 Euro sind lockerer in der Tasche als eben 10 Euro. Das ist halt einfach so. Natürlich auch ein bisschen Geschmackssache. Ich kann es jetzt am Preis würde ich jetzt nicht nur festmachen wollen. Wie lange bist du eigentlich schon in diesem Bereich tätig? Also wie lange zeichnest du schon und wie bist du reingerutscht? Oh, das ist, na gut, die Standardfloskel ist ja zeichnen, seit ich Kind bin. Und so richtig quasi an die Öffentlichkeit herangetreten, ich glaube so 2006, 2007, dann erste Publikationen in irgendwelchen Fanzines oder online ewig viel gemacht. Und das erste Buch ist 2008 oder nee, Moment, es gab noch so ein Album-Ableger. Das war, glaube ich, 2006 oder sowas in der Art. Na gut, aber der dicke Schicksalsknom, den ich leider jetzt nicht hier habe, ja. Der ist 2008 erschienen. Dann 2010 ist Mr. Origami erschienen. Und 2016, genau, Herr Heidenreich. Und das ist 2010 erschienen. Das bringt es, glaube ich, komplett durcheinander. Aber auf jeden Fall innerhalb von den letzten, sag ich mal, 10, 12 Jahren ist das erst so richtig so, dass man an die Öffentlichkeit gegangen ist und hat dann auch entsprechend in größeren Abständen durch Bücher veröffentlicht. Das heißt, du machst das dann mehr so als Hobby und versuchst das dann irgendwie unter die Leute zu bringen oder du bist sowieso in dem Bereich tätig? Nee, ich mache das eigentlich, ja, kann man sagen, es ist ein ernstes Hobby. Also ich muss nicht davon leben, das ist das Schöne. Ich habe quasi einfach einen normalen Daily-Job, der mich ernährt und Miete zahlt. Genau, das ist total locker eigentlich und die Hobbys, so macht man halt ambitioniert natürlich und mit einem gewissen Ehrgeiz, also möchte ich schon Bücher veröffentlichen, aber das entsteht wirklich nur nebenher und darum dauert es auch für gewöhnlich ein bisschen länger, bis es fertig ist. Also unsere Bücher brauchen immer ein paar Jahre, also da muss man immer ein bisschen Geduld haben, sollte man sich wirklich auf so ein Nachfolgeband freuen wollen. Ja, cool. Dann vielen lieben Dank für deine Zeit und das tolle Interview. Und vielleicht kannst du uns am Ende noch verraten, wo man dich vielleicht auch online finden kann, ob es irgendwie eine Internetpräsenz gibt oder einen Facebook-Auftritt. Ja, also ich habe eine eigene Webseite. Da gibt es auch einen Comic-Blog, der leider nicht so aktuell ist. Und die Webseite ist lapinot.de, also so wie ich es jetzt gerade ausgesprochen habe, obwohl es eigentlich lapinot.de heißt. Alles klar. Wenn wir den Show Notes verlinken, kann man gar nicht verfehlen. Vielen Dank für deine Zeit. Ciao. Danke. Ciao. Jetzt stehen hier wieder mal viele alte technische Geräte um mich rum. Das ist komisch. Hallo, ich bin der Andi. Wer seid denn ihr? Ich bin die Franzi, ich bin aus dem Klanggröß e.V. Und das war's. Ja, und ich bin der Thilo und ich bin da auch dabei. Der Klanggerüst e.V., was hat denn der Klanggerüst e.V. mit alten Bildschirmen zu tun? Eigentlich so gesehen nicht ganz so viel, aber wir haben eine bestimmte Partyreihe, die Retro-Party. Und an diesem Abend finden sich ganz, ganz viele von diesen Retro-Konsolen bei uns in der Villa. Und da darf dann ganz freudig da gezockt werden.
Okay, die Party ist eine öffentliche Veranstaltung, kann man vorbeikommen und dann kann man da zocken, oder wie? Genau, da kann man einfach vorbeikommen. Also die ist eigentlich einmal im Jahr, findet die statt. Und es ist nicht nur zocken, sondern man kann da auch sehr gut tanzen. Denn wir haben da verschiedene Künstler aus der Chiptuner-Szene eingeladen und aus der 8-Bit-Szene. Man muss sich das so vorstellen, viele von denen stehen dann da vorne echt mit dem Gameboy und machen damit Musik. Und das ist eigentlich ganz, der ganze Spaß an der Sache. Cool, das sind dann diese Module, die es da extra für gibt und die umgebauten Gameboys, wo die dann so geil die 16-Bit-Dinger abfahren können und so. Total geil. Ja. Ist das so euer Ding, dass der Verein vor allem so Partys veranstaltet und da dann so ja, ein bisschen mit diesem besonderen Thema? Oder was ist so ein bisschen so der Vereinszweck? Also wir sind ja eigentlich von Musikern gegründet worden, weswegen viele Konzerte bei uns stattfinden. Aber wir finanzieren uns halt hauptsächlich auch durch Tanzveranstaltungen. Bei uns gehen Drum-Bass-Partys, manchmal eine Techno-Party. Ja, und ansonsten haben wir eine Jam-Session, die einmal im Monat ist. Ja. Vor allem hier in Erfurt oder habt ihr da auch andere Locations? Wo seid ihr so unterwegs? Naja, wir haben ja die Klanggerüst-Villa in der Salinenstraße. Magdeburger Allee 175 bei der Salinenstraße. Direkt an der Haltestelle Salinenstraße. Ja, genau. Und dort sind normalerweise, also das sind so gut wie alle unsere Veranstaltungen. Wir sind aber auch noch auf dem Campusfest dabei und zur Viertelmusik. Ich habe vorhin im Vorgespräch schon erfahren, ihr habt euch so ein bisschen Kulturförderung auf die Fahnen geschrieben. Das ist so eure Agenda. Wie macht sich das denn bemerkbar und vor allem, was für Leute sind denn bei euch im Verein? Also das macht sich insofern bemerkbar, dass wir versuchen, junge Künstler zu fördern, gerne auch regional, weil wir wollen einfach den Künstlern, die noch nicht so lange dabei sind, eine Bühne bieten, dass sie da zeigen können, was sie drauf haben. Und das ist also jetzt, es geht nicht nur darum, das große Geld zu machen. Und wir arbeiten zum Beispiel auch dort alle ehrenamtlich. Wir, das ist ein ganz bunter Mix. Angefangen hat es mit Studenten, einige davon arbeiten jetzt und es sind neue Studenten nachgekommen. Also querbeet, würde ich sagen. Okay, prima. Gibt es irgendwie eine Internetseite, wo man vielleicht mal schauen kann, vielleicht irgendwie ja, einfach mal einen Eindruck machen kann, Bilder angucken kann oder vielleicht auch die Termine für die nächste Party zu finden sind? Ja, natürlich. Also wir haben unsere Internetseite, die www.klanggerüst.de. Und zudem sind wir aber auch auf Facebook zu finden. Da posten wir auch immer ganz regelmäßig unsere Veranstaltungen. Zudem haben wir noch einen Instagram-Account. Da kann man auch mal gucken und immer schöne Bilder sich anschauen. Und zum Schluss noch eine Frage, ganz überraschend. Wir machen also Partys, da gibt es bestimmt was zu trinken. Was ist euer Lieblingsschnaps? Berliner Luft, meiner. Ja, bei mir ist es Wodka, also. Ja. Wodka, sehr gut. Alles klar, vielen Dank für eure Zeit. Ja, ciao. Dankeschön, tschüss. Wir sitzen jetzt draußen in der überraschend sonnigen, blumigen Atmosphäre der EGA und gönnen uns ein Feierabendbierchen. Und ich habe es geschafft, mir hier mal jemanden ans Mikro zu holen, der auch einfach mal nur Gast ist. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Hi, ich bin Sabine. Hallo Sabine. Seit wann bist du schon da? Seit um eins oder so. Wie ist denn so dein Eindruck von der Veranstaltung? Es ist eine richtig klasse Veranstaltung. Man hat hier viel Platz, es kommen viele Leute und ich finde, diese Veranstaltung hat einfach richtig, richtig viel Potenzial nach oben. Ist ja die erste ihrer Art hier in Erfurt, ne? Ja. Was hast du denn schon so angeschaut? Also im Prinzip alles, was man hier anschauen kann, von den Hallen, wo Verkaufsstände sind, bis hinten zum japanischen Garten, wo ich Fotos gemacht habe. Und was, kann man sagen, dass das auch dein Highlight gewesen ist? Schon, weil die Atmosphäre halt zum Thema passt. Manga, Japan und dann der japanische Garten hier. Als Cosplayer hat man auf jeden Fall gute Fotomotive. Das stimmt auf jeden Fall. Es sind auch viele Cosplayer hier unterwegs. Was hast du so gesehen? Ken Kaneki, viel von One Piece, die Leute von Suicide Squad. Die Harley Quinn. Ja, Harley Quinn läuft hier ziemlich oft rum. Komisch, merkwürdig. Wir hätten damit gerechnet. ja, und also wird sie nächstes Jahr auf jeden Fall auch wiederkommen, ja? Auf jeden Fall. Macht viel Spaß hier. Kennst du andere Veranstaltungen dieser Art? Viele, ja. Wenn du die so vergleichen würdest, die jetzt hier. Wir vergeben immer so Punkte zwischen 1 und 5. Also 1 ist mehr so mau und 5 mehr so total geil. Wie viele Punkte würdest du vergeben? 3 oder 4 schon, ja. Dadurch, dass es das erste Mal ist. Machen die das ganz gut, gell? Ja. Tolle Atmosphäre, viele tolle Leute, auch ganz viele Künstler. Hast du mal die Chance genutzt, mit dem einen oder anderen einen Plausch gehalten? Ja, vorne an der Signierstunde war ich mal und Chan von Chan und so ist ja auch hier. Okay, sehr gut. Ja, was sagst du zu den Preisen? Das finde ich immer ganz wichtig, dass man sich hier auch mal eine Cola leisten kann. Was ist so dein Eindruck von den Preisen? Sind in Ordnung, ja. Sind ganz gut, gell? Ja, dann danke ich dir auch vielmals schon für deine Zeit und wünsche dir noch ganz viel Spaß. Danke dir auch. Ciao. Ich habe jetzt ein paar Cosplayer gefunden, die auch wohl schon ein bisschen unterwegs sind. Ihr seid mir heute schon mal aufgefallen. Hallo, ich bin der Andi. Wer seid denn ihr?
Ich bin Tina. Ich bin die Annalena. Ich bin die Franzi. Hallo ihr drei. Seit wann seid ihr schon hier? Seit heute Morgen um 12 circa. Okay. Wie ist denn euer Eindruck von der Veranstaltung? Ist auch die erste ihrer Art hier in Erfurt? So aus dem Bauch raus. Wie gefällt's euch? Ja, ganz super. Also ich hätte nicht gedacht, dass so viele kommen, weil es ist immerhin das erste Mal. Aber ich würde nächstes Jahr gern wiederkommen. Ja, auf jeden Fall. Was cosplayt ihr denn heute hier? Wir machen heute Faun. Also Ziegenmensch. Faun in irgendeinem Zusammenhang oder einfach nur Faun generell als Fabelwesen? Generell als Fabelwesen, ja. Okay, also nicht inspiriert von einem Rollenspiel oder einem Comic oder Manga oder irgendwie ähnliches. Nein. Wie kommt ihr auf eure Ideen? Also wie lang, woher gibt's die Inspiration für die Faun? Da gibt's ja ganz viele Möglichkeiten, das zu machen. Seid ihr da jetzt sehr, sehr viele Bücher lest und genau wisst, wie so ein Faun klassischerweise aussieht? Oder sind es auch große Cosplayer, die das vielleicht auf professioneller Ebene tun? Wie kommt man auf die Idee, sich zum Beispiel so verdammt geile Schuhe zu machen? Ich habe das immer so auf Convention gesehen, diese anderen Faun. Die machen aber das mit Stöckelschuhen, machen den Absatz ab. Und ich habe es mir aber ganz einfach gemacht. Ich habe mir einfach Turnschuhe angezogen und vorne mit Schaumgummi den Huf dran gemacht. Weil den ganzen Tag kannst du sonst nicht laufen. Nee. Ansonsten kommen solche Faun in Pans Labyrinth vor, Narnia, sämtliche Fantasy-Filme sind die zu finden. Wie lange habt ihr für eure Kostüme gebraucht? Was dann Zeit reingeflossen und wahrscheinlich auch an Geld? Also wir haben allein für meine Hose 4 Stunden, glaube ich, gebraucht, ja. 4 Stunden. Nur für die Hose, um den Schnitt zu machen. Und da habe ich ein paar Tage später dann angefangen, die Hose auszuschneiden und zusammenzunähen. Das sind dann auch nochmal 2 Stunden. Ja. Ne? Also das dauert, auch die Polster alle zurechtzuschneiden. Und wie sieht das bei dir aus? Also gedauert hat es schon ein paar Wochen, bis ich es zurecht bekommen habe, aber teuer war es jetzt auch nicht. Ich meine, das Fell kostet Geld, aber der Rest, so, das kauft man sich alles so nebenbei oder nimmt man von anderen Kostümen. Wir waren letztens auf einer LARP-Convention, wo eben auch hier viele, das waren Orks, die waren unterwegs und die haben mir Geschichten erzählt, dass sie, dann werden eben auch alte Ledersofas geplündert und dann muss man sich halt irgendwo das Material herholen. Sind das Geschichten, die ihr kennt? Wie kommt ihr an euer Material? Ja, also meine Polster war meine alte Matratze. Matratze musste neue her, die alte gleich aufgehoben und verwertet. Ja. Ansonsten, die Felle ist meistens aus für ein Apple and Eye, aus Secondhand, alte Pelzjacken, die dann durchgeschnitten werden. Im Notfall muss man sich halt dann doch mal ordentlich die Stoffe kaufen. Mhm. Wenn es wirklich was Größeres ist, das gibt deine Jacke dann auch nicht her. Wart ihr denn schon auf anderen Veranstaltungen dieser Art, wo ihr cosplayen konntet? Und wenn ja, wo? Ja, Leipziger Buchmesse sind wir jedes Jahr. Da cosplayen wir auch. Also ich persönlich mache gerade das erste Mal einen Faun. Deswegen. Seid ihr auch hier aus der Region oder aus der Leipziger Region oder ganz woanders her? Wo kommt ihr her? Aus Nordhausen, das ist in Mitte Thüringen. Nee, am Rande Harz, genau, oben Südharz. Wir bei geekwhisper.de vergeben immer Punkte zwischen 1 und 5. 1 ist gar nichts, also ganz schlechte Veranstaltung. Und 5 ist richtig exorbitant gute Veranstaltung. Wie viele Punkte würdet ihr auf einer Skala zwischen 1 und 5 vergeben? Ich würde sagen 3. Das wäre so genau die Mitte. Ich würde auch sagen 3, weil es ist noch ausbaufähig. Es ist das erste und ausbaufähig. Wo seht ihr explizit noch Potenzial? Ich habe nachher noch einen Interviewtermin mit dem Veranstalter. Was sagt ihr? Wo gibt es da noch Möglichkeiten auszubauen? Am Verkauf, an den Verkaufsständen. Und der Flohmarkt hat mich leicht enttäuscht. Es waren, glaube ich, nur eine Person, ein, zwei Personen. Das wäre nicht schlecht, wenn das vielleicht größer wird, dieser Flohmarkt. Und an Essständen vielleicht ein bisschen mehr Auswahl. Weil es gibt dann doch Leute, die das nicht essen, das nicht essen. Also von den Essenständen vielleicht ein bisschen was anderes und Verkauf. Ah, cool, dann vielen lieben Dank für eure Zeit. Es war mir eine Freude. Ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Spaß heute. Gell? Ciao. Danke. Der Comic Park, der bietet unter anderem auch eine riesengroße Bühne. Und auf dieser riesengroßen Bühne sind ganz viele Veranstaltungen. Neben dem gerade laufenden Cosplay-Wettbewerb war doch eben ein Auftritt von 3 Mädels. Hallo, ich bin der Andi. Wer seid ihr? Wir sind die Pestle Girls, wir sind eine YouTube-Gruppe aus Berlin und wir tanzen zu J-Pop wie K-Pop und machen auf unseren Channels auch Reviews, vielleicht wie Make-up oder Follow Me Around für Conventions. Wie genau kann ich mir das vorstellen? Ihr habt, glaube ich, ihr Cover-Dance-Band oder so habt ihr es genannt. Was genau ist das denn? Also es gibt ja verschiedene Bands aus Korea, Südkorea und Japan und in der Regel sind das halt Girl-Groups oder Boy-Groups und um ihre Lieder, sag ich mal, besser zu promoten, gibt's auch immer eine schöne Choreografie dazu. Und wir covern sozusagen diese Choreografie zu den Songs. Genau. Das ist uns so noch gar nicht begegnet bei geekwhisper.de. Das ist auch, ich sag mal, behaupte mal, ein spezielles Hobby. Wie kommt man darauf? Was hat euch da inspiriert? Wart ihr mal in Japan und Korea?
Also da bin ich die falsche Person. Ja, Lauri war auf jeden Fall schon mal in Japan. Und was uns inspiriert, ich glaube einfach, dass wir gerne tanzen. Und da wir eh schon so, also Anime, Manga, Japan-Fans sind, also die Kultur gerne mögen, Popkultur hauptsächlich natürlich, aber auch so traditionell. Und dass man das dann eben verbinden kann, das ist perfekt. Vielleicht kann Lauri erzählen aus Japan. Also die Kultur in Japan ist natürlich sehr viel stärker als hier. Wir covern ja nur und wir haben vielleicht vereinzelt Fans. Da ist es eher schon, als würden sie diejenigen als Götter ansehen, als Religion. Und vor allem sind Fans alte Personen, also wirklich ab 50 geht es ja meistens los. Vor 50 ist es gar nicht so regulär, weil man da sozusagen es als Hobby sieht. Geht wirklich zu jedem Konzert, man kauft jedes Merchandise. Dieses Merchandise ist limitiert. Also es ist sehr viel stärker vertreten als das, was wir hier machen. Wir promoten eigentlich nur die Songs derjenigen, die wir sozusagen... Die ihr selber gut findet, genau. Auch dann, ja. Wie ist es denn, ihr müsst ja wahrscheinlich wahnsinnig viel trainieren auch für. Macht ihr das selbst? Habt ihr da einen Coach? Wie sieht's aus? Also wir bringen uns die Tänze immer selbst bei. Es gibt ja viele Videos bei YouTube, die gemirrored sind oder so. Und davon lernen wir das sozusagen. Und wir trainieren in der Regel 1 bis 2 Mal die Woche. 3 Stunden, genau. Und alles so als Hobby bei irgendwem zu Hause im Schlafzimmer oder wie sieht das aus? Nein, wir haben das Glück, dass in Berlin gibt es öfters Jugendzentren, die kostenlos ihre Räume zur Verfügung stellen. Und wir haben da eine Connection in Berlin-Steglitz und da können wir dann auch trainieren sonntags. Das ist ganz schön, also es ist ein Glücksfall, dass wir da dürfen, trainieren dürfen, ja. Fantastisch. Ich habe gemeint, man wird euch demnächst auch in Berlin auf den Veranstaltungen live sehen können. Was genau ist das? Was denn so, wenn ihr einen Termin vielleicht sogar im Kopf habt, wo ist das? Und ganz wichtig, wie heißt euer YouTube-Kanal? Also erstmal YouTube-Kanal, das ist Pastel Girls Des. Also kann man wirklich unter Pastel Girls Des finden. Wir werden auf der Anime-Messe Berlin auftreten. Ich bin mir gerade unsicher, aber ich glaube, es war der 25. oder 26. 25. glaube ich, der Sonntag auf alle Fälle im Juni. Und das ist eine Anime-Manga-Convention, die aber in einem Gebäude stattfindet, im Kosmos. Dort werden auch verschiedene Stände sein, verschiedenes Programm, japanische Idols, also nicht Idols, aber Celebrities auf alle Fälle. Und dort werden wir verschiedene Tänze wieder aufführen. Diesmal aber ein paar andere Sachen. Wir werden neue Sachen dazu nehmen und vielleicht uns auch mal an Männersongs ranwagen. Okay, sehr gut. Dann vielen lieben Dank für eure Zeit und noch ganz, ganz viel Erfolg. Ciao. Dankeschön. Tschüss. Wir sind nun hier an etwas, das sieht ein bisschen futuristisch aus. Hallo, ich bin der Andi, wer bist denn du? Ich bin der Jan. Hallo Jan. Jan, du trägst da eine weiße Uniform, würde ich sagen. Was genau ist das? Ja, mein Kostüm stellt den AT-AT-Driver aus dem Star Wars-Universum dar. Du bist also Star Wars-Fan? Könnte man so sagen. Ein bisschen. Man könnte auch sagen, Star Wars bekloppt. Star Wars bekloppt, sehr gut. Ihr seid irgendwie, habt ihr schon mitbekommen, eine... Gruppe an kostümierten Star Wars Fans, ist das richtig? Ja, jetzt heutzutage ja. Also wir sind ein Verein, nicht eingetragener Verein. Und der hat sich dahingehend, ja, ich sag mal, entwickelt zu einer Kostümgruppe. Bei uns kann auch jeder Mitglied werden, der kein Kostüm hat. Aber ist halt Ansteckungsgefahr, das geht ruckzuck, dann hat man eins. Wie heißt ihr denn und wann habt ihr angefangen? Name ist Star Wars Fans Hannover und dann der Zusatz The Northern Outpost. Und angefangen haben wir, ja, ich sag mal, der Startschuss an sich war im April 2014. Und seit 2015. 2015. Und da haben sich dann einfach ein paar Freunde zusammengefunden, die sich gerne, sag mal, Star Wars cosplayen. Naja, abgelaufen ist es so, dass ich abends vorm Rechner saß und es gibt bei Facebook diverse Star Wars Gruppen. Und in einer Star Wars Gruppe hatte gefragt, aus welcher Region denn alle kommen, weil sie sich so einsam fühlen würde als Star Wars Fan. Und daraufhin, sage ich mal, war das so die Initiative, wo ich gedacht habe, Mensch, dasselbe könntest du in deinem Bereich machen, nämlich Bereich Hannover. Und machst du mal deine eigene Facebook-Gruppe auf. Ja, und das hat sich dann bis heutzutage zu einem nicht eingetragenen Verein mit 100 Mitgliedern entwickelt. Wow, habt ihr irgendwie so Ziele? Wollt ihr so ein bisschen auch vielleicht gemeinnützig tätig sein? Oder habt ihr irgendwie, wollt ihr Star Wars einfach nur pushen? Was sind so eure Absichten? Du sagst das eigentlich schon genau richtig. Ich sage mal, einmal möchte man natürlich sein Hobby ausleben, was jetzt, wie gesagt, entweder mit Kostüm oder ohne stattfindet. Oder anderen eine Freude damit machen. Und gerade auch dieser Wohltätigkeitsgedanke, der steht bei uns auch ganz hoch. Also wir haben schon Kinderkrankenhäuser besucht, haben da Geschenke ausgeteilt, haben Spenden gesammelt für Initiativen aus unserem Umland. Also das ist bei uns so das, was ganz oben steht.
Wie sieht's denn deutschlandweit so generell mit der Star Wars Community aus? Wir waren jetzt vor 2 Wochen auf der German Comic Con. Da war diese Order Division, irgendwie so hießen die, also auch eine Gruppe von, ich sag mal, Fans, die sich da toll verkleiden. Gibt's da eine Zusammenarbeit mit anderen Gruppen und wie ist so generell die Atmosphäre in der Star Wars Fanschaft? Ja, die Star Wars Fanschaft ist natürlich riesengroß. Du hast ja die organisierten Gruppen, sage ich mal, so, ja, wie unsere, wie die Garrison, die du gerade genannt hast. Viele andere Fangruppierungen, die sich zusammengefunden haben, aber du hast ja ganz, ganz, ganz viele Nummer halt, die einfach nur Star Wars Fans sind, ne? Und bei so einer Convention trifft man halt aufeinander, redet miteinander. Wir machen viel mit, oder versuchen viel den Kontakt zu halten zu anderen Star Wars Gruppen, aber auch zu anderen Gruppierungen, wie jetzt hier bei der EGA, wo wir die Ghostbusters haben, haben wir im Hannoveraner Bereich auch eine andere Ghostbusters Truppe, mit denen wir viel zusammen machen. Also man versucht schon, sage ich mal, aktiv zu bleiben mit anderen Gruppen. Und wie kam es jetzt hier mit der Zusammenarbeit mit den Veranstaltern hier von der Veranstaltung in Erfurt? Ja, das habe ich mich zuerst auch gefragt. Es lief so ab, dass wir über unsere Facebook-Seite angeschrieben worden sind, ob wir denn diesen Manga- und Comic-Park unterstützen würden mit einer Teilnahme. Und ja, ich sag mal, so ist der ganze Kontakt erstmal zustande gekommen. Ja, cool. Und wie sind die Resonanz? Kommen jetzt viele vorbei, wollen wir ein Foto schießen oder informieren sich oder laufen sie eher so distanziert an euch vorbei, die Gäste? Also gerade jetzt wie so ein Event wie heute ist es halt schon so, dass sie auf dich zukommen. Gerade für Fotos ist man ja nun mal halt da. Wie gesagt, ein Lächeln ins Gesicht zaubern bei Groß und Klein. Kommen auch viele an unseren Stand, fragen, was wir da haben. Ich sage mal, ob wir das selber bauen, ob wir es gekauft haben etc. Okay. Vielleicht kannst du uns ganz zum Schluss noch sagen, wo wir euch denn online finden können und wie man vielleicht auch Mitglied bei euch werden kann. Online zu finden sind wir über unsere Facebook-Seite, am besten Star Wars Fans Hannover eingeben. Da findet man uns schon, da kann man uns drüber anschreiben. Wir haben auch eine Info-E-Mail-Adresse, info@northern-outpost.de. Ja, ich sag mal da, wie man Mitglied werden kann, einfach anschreiben, sein Interesse bekunden und dann werden wir uns schon wieder zurückmelden. Also man sollte mindestens 16 Jahre alt sein und wir haben auch einen kleinen Mitgliedsbeitrag und man sollte aus unserer Region sein. Das ist halt wichtig, weil wir halt eine aktive Gruppe sein wollen. Also es soll nicht so sein, dass das alles nur Online-User sind, die sich nicht kennen, sondern bei uns sollen sich die Leute auch kennen und sollen zusammen halt ja so ein Event wie heute bestreiten, sag ich mal. Alles klar, dann werde ich gleich mal an den Kopf von geekbiz.de weiterleiten. Der heißt zufälligerweise auch Andi und kommt aus der Nähe von Hannover. Vielleicht hat er ja einen Star Wars-Fan. Vielen lieben Dank für deine Zeit und viel Spaß heute noch. Ja, gleichfalls. Hallo und herzlich willkommen zur super Sonderausgabe des Telestammtisch. Wir sind ja heute hier auf dem Comic Park in Erfurt. Und ich habe jemanden getroffen, der sagt, er wäre der Aussteller. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Hallo, ich bin Ed. Und du bist ja nicht der Aussteller, du bist ja der Veranstalter. Richtig, genau. Wo genau sind wir hier? Was ist das? Also wir befinden uns auf dem Gelände des EGA-Parks in Erfurt. Das ist eine große Gartenanlage, ich weiß gar nicht genau, ich glaube so um die 30, 38 Hektar groß. Mit viel Pflanzen, Blumen und viel bewachsenen Sachen. Und ja, wir haben uns gedacht, machen wir da mal eine Veranstaltung zum Thema Comics und Mangas. Passt ganz gut. Und deswegen sind wir jetzt hier. Wie kam es dazu? Seid ihr da, habt ihr selbst viel mit Comics zu tun? Ich habe einen Comicladen, ja. Da lag das irgendwie nahe, da mal sich zu überlegen, könnte man vielleicht für Thüringen, für Erfurt speziell mal was veranstalten, weil es gibt viele interessierte Comic- und Manga-Fans, wissen wir selber durch das Ladengeschäft. Aber es gibt halt keine so eine zentrale Anlaufstelle für die Begeisterten, für Cosplays und für solche Künstler. Und daher irgendwann mal die Idee gehabt, im Dezember 2015 haben wir angefangen damit mit der Planung. Machen wir doch einfach mal eine Veranstaltung, irgendwas Kleineres, gucken mal, was sich daraus entwickelt. Ja, und jetzt sind wir hier. Du sagst was Kleineres, also ich finde es ziemlich enorm groß. Es sind ja auch ein paar Strecken, die man hier auf der EGA laufen kann. Es ist alles schön grün und es gibt viele Pflanzen. Es ist also was Besonderes und eben nicht eine Standard-Messehalle, wie wir sie sonst bei anderen Conventions zum Beispiel kennen. Wie kam es denn jetzt speziell hier zur Wahl der EGA? Ja, richtig, wie du schon sagst. Also es ist ein anderes Konzept, was uns auch sehr gut gefallen hat mit der EGA. Wir haben am Anfang andere Locations erst angeguckt, angeschrieben, weil wir die EGA hatten wir am Anfang noch gar nicht so auf dem Schirm. Das kam erst später. Wir hatten, wie gesagt, verschiedene andere Locations. Hat aber irgendwie so entweder preislich nicht gepasst oder vom Platz her. Und hatten dann irgendwann einfach mal unverbindlich die EGA angeschrieben. Da kam auch gleich zurück, ja, hört sich gut an. Wir hatten da so ein kleines Konzept hingeschickt. 3-4 Seiten, was wir uns vorstellen, was wir vorhaben. Und ja, kommt mal vorbei, reden wir mal drüber. Und
dann hat sich das dann eigentlich so entwickelt. Also es war als etwas Kleineres irgendwie vorgesehen. Es hat sich entwickelt über den Zeitraum. Das war uns auch nicht so bewusst. Wir hatten dann viele, viele Leute einfach angeschrieben, wo wir dachten, dass sie eventuell Interesse haben könnten. Wir hatten halt einen Vorteil durch den Comicladen, dass wir viele Kontakte zu den Verlagen, darüber dann halt auch zu den Zeichnern haben, was sich als enorm wichtig auch herausgestellt hat, weil wir dadurch halt einfach auch schon viele Jahre mit denen zu tun haben. Und man musste jetzt nicht erst Kontakte knüpfen und erst vorstellen, wer sind wir, was machen wir. Und kam halt immer mehr dazu und so ist das auch gewachsen. Dann kam halt noch die Idee mit den Showgruppen, mit den Avengers, mit den die Ghostbusters. Dann wollten wir natürlich auch Star Wars-Leute, haben gefragt, ja, wie sieht's aus? Und so ist das eigentlich so Stück für Stück mehr geworden. Also wir sind jetzt auch selber überrascht, dass es wirklich auch so gut, also unserer Meinung nach gut angenommen wurde, auch angekommen ist. Aber es war, wie gesagt, ganz, ganz klein irgendwie nur so gedacht irgendwie. Wir hatten die Parkbühne, haben wir uns ausgesucht, weil die auch sehr, sehr schön ist, draußen im Bereich und wenn schönes Wetter, wenn es mitspielt, da auch sehr, sehr gut angenommen wird. Und ja, wie gesagt, es wurde dann halt irgendwie immer mehr. Ne? Mit dem Wetter hattet ihr sehr viel Glück und du hast auch schon die ein oder andere Sache hier angesprochen, die man sich anschauen kann, beispielsweise die Parkbühne und eben auch die die Star Wars Leute, die wir auch schon im Interview hatten. Vielleicht kannst du so 3-4 Sachen rauspicken, die dir jetzt vielleicht, wo du vielleicht selbst schon die Chance hattest, dir anzuschauen, die dir besonders gefallen. Ja, ich muss leider sagen, ich bin heute gar nicht so dazu gekommen, viel zu sehen. Es gab halt noch sehr, sehr viel zu managen. Ich habe zwischendurch mal ganz kurz war ich an der Parkbühne bei dem Cosplay-Wettbewerb. Das war sehr, sehr gut, auch besucht und auch sehr, sehr schön gemacht. Muss ich auch wirklich sagen an die Mädels, die sich da um die Bühne kümmern. Die haben das ganz, ganz toll im Griff. Dann war ich kurz bei den Avengers irgendwie. Mir ging es eigentlich immer nur darum, ich wollte wissen, so seid ihr alle zufrieden? Habt ihr alles irgendwie, geht's euch gut? Habt ihr Essen, habt ihr Trinken, habt ihr Spaß? Und das war eigentlich auch so durchweg die Meinung von allen, so, dass es eigentlich allen ganz gut gefallen hat und wie du schon sagtest, das Wetter haben wir hochgepokert, haben gewonnen heute. Morgen müssen wir gucken. Morgen ist ja auch nochmal, allerdings dann ohne die Parkbühne. Aber heute, der eine Tag ist schon super eigentlich. Also wenn es jetzt morgen jetzt vom Wetter her nicht ganz so passt, naja, mein Gott, dann waren es halt 50-50. Aber im Großen und Ganzen ist es ja heute schon ganz toll gewesen. Und wie gesagt, ich habe viele Bereiche leider nicht wirklich sehen können. Gerade auch Workshop habe ich gar nichts mitgekriegt. Den Retro-Gamer-Bereich war ich nicht einmal gewesen. Aber so im Großen und Ganzen, glaube ich, ist es ganz gut angenommen worden. Die Resonanz von wirklich allen, die ich bekommen habe, sei es Aussteller wie auch Gäste, ist durchweg positiv. Das kann ich schon sagen. Wir vergeben auch immer so Punkteskalen, so zwischen 1 und 5 und das war wirklich im Großen und Ganzen sehr gut. Also ich denke, du hast viele Besucher, die auch im nächsten Jahr wiederkommen würden. Wird es denn ein nächstes Jahr geben? Ja, das ist die große Frage. Also erst nochmal vielen Dank an die Punktevergabe. Das ehrt mich natürlich sehr oder uns, die jetzt alle damit zu tun haben. Das werde ich auch so weitergeben. Es ist nicht sicher, ob es nächstes Jahr nochmal, zumindest in der Form, passieren wird, weil wir halt durch die Hallen, die wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen, wegen akuten Sanierungsbedarf, kaum Möglichkeiten haben, hier Händler unterzubringen. Ohne die macht das nur halb so viel Spaß, glaube ich, weil die Leute ja schon gerne mal gucken wollen, auch ein bisschen was einkaufen, Shopping. Also ohne die Händler, die können wir auch einfach nicht draußen irgendwie hinsetzen, das funktioniert so nicht, weil durch das Wetter halt, wenn wir da Pech haben, nächstes Jahr regnet es, dann wird das ein großer Reinfall. Wir werden sehen, wir werden es mit der EGA dann zusammensetzen, wie die das überhaupt fanden, ob das auch mit denen, ob das gut klappt und so, ob die damit auch zufrieden sind. Und dann setzen wir uns mal hin, gehen auch mal in uns und dann geben wir Bescheid, ob es nochmal was gibt oder nicht. Aber bis jetzt ist es erstmal nur so als einmalige Sache eigentlich geplant. Ja, wir hoffen und sei es nur in 2 Jahren auf eine Fortführung, hauptsache sie kommt. Du hast gemeint, du betreibst einen Comicladen ja auch noch in Erfurt. Wie heißt der? Und eigentlich noch viel wichtiger, kommst du denn selbst überhaupt noch dazu hin, wieder mal einen Comic zu lesen? Also wir sind in der Innenstadt von Erfurt seit jetzt 13 Jahren sind es jetzt. Ja, 13 Jahre. Comic Attack in der Paulstraße. Ich komme in letzter Zeit, also jetzt vor dem Event sowieso nicht, überhaupt nicht dazu, Comics zu lesen. Ich verschaffe mir grob einen Überblick, was so rausgekommen ist, damit ich natürlich auch ein bisschen was verkaufen kann, wenn die Kunden fragen. Mhm. Aber so zum Lesen, also ich glaube, ich habe dieses Jahr, wenn es hochkommt, 2 Comics vielleicht gelesen. Ja, also. Aber jetzt habe ich vielleicht wieder ein bisschen Zeit, mehr Zeit nach dem Event. Jetzt ist auch der ganze Stress weg und die ganze Anspannung legt sich jetzt. Und jetzt kann ich mich auch mal wieder mit sehr, sehr guten Comics beschäftigen, die in dem Zeitraum rausgekommen sind. Ja, jetzt habe ich wieder Zeit. Alles klar. Ed, vielen lieben Dank für deine Zeit und vor allem noch einen erfolgreichen zweiten Tag morgen. Ja, vielen Dank auch an euch, dass ihr uns besucht habt und ich freue mich drauf auf morgen. Dankeschön. Danke, ciao.
wir haben jetzt die nächste Künstlerin am Start. Leider haben wir nicht die Gelegenheit gehabt, uns in Frankfurt schon mal kurz zu unterhalten. Denn da habe ich die junge Frau bereits gesehen. Sie ist mir sofort aufgefallen mit ihrer Arbeit. War nämlich auch, wie gesagt, auf der German Comic Con in Frankfurt vor Ort. Und ist jetzt auch wieder hier heute in Erfurt. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Hi, ich bin Sarah, a.k.a. Papilio. Hallo Sarah. Du sitzt hier heute und verkaufst deine Werke. Ist das richtig? Genau. Die fallen total auf, weil sie nämlich sehr detailverliebt sind und unheimlich gut aussehen. Was hast du uns heute so mitgebracht? Danke. Also ich habe euch quasi mein ganzes Sortiment an Bildern mitgebracht, die in den letzten 6 Jahren entstanden sind. Und da ist vieles mit dabei. Digital, Aquarell, Bleistift, grafische Arbeiten. Hast du so besondere Themen, die dich ansprechen, die du gern umsetzt, oder bist du da ganz offen? Ja, ehrlich gesagt mag ich florale Motive, Motive aus der Natur, aber auch Morbides wie Zombies und Postapokalyptisches sehr gerne. Das sind dann vor allem einzelne Kunstwerke, also Bilder, die ich schön einrahmen kann. Was sind denn so, wenn du vielleicht mal so 1-2 Highlights raussuchen möchtest, was du vielleicht besonders gerne an den Mann bringen würdest? Gerne an den Mann bringe ich sehr gern den Blumenmarkt. Das ist einfach aufgrund des riesigen Formates und diese lichtdurchflutete Gasse ist für mich auch ein Motiv. Das kann ich immer wieder angucken. Dazu kommt auch das Bild Alice. Ist relativ, naja, was heißt unbeliebt, beziehungsweise ist nicht so, dass es oft gekauft wird, aber es ist für mich ein persönlicher Favorit, weil es auch ein Meilenstein war, als ich jetzt gemalt habe, da ich zum ersten Mal persönliche Dinge da verarbeitet habe. Wie bist du denn dazu gekommen? Seit wann zeichnest du schon? Das sieht nicht so aus, als würdest du das mal eben so nebenbei seit gestern machen. Ja, also ich zeichne eigentlich schon immer. Ich habe nie aufgehört, von Kindheit an mit Buntstiften, dann über das Teenageralter, über in der Manga-Szene und dann langsam zu realistischen Bildern. Genau, und bin dann am Ende hier angekommen auf Comic-Cons. Ich habe auch auf Facebook gesehen, da bist du nämlich auch präsent, dass da in Frankfurt ein Star war, der sich das von dir gekauft hat. Wer war das und was hat er sich geholt? Das war Daniel Portman, der Schauspieler von Game of Thrones als Podrick Payne. Und der hat sich das Bild Görlitz in 200 Jahren gekauft. Da, sehr beliebt, das ist dieses postapokalyptische Motiv mit den beiden Rehen vorne. Genau. Ja, und weil du gerade sagst Görlitz, du kommst auch aus Görlitz, ne? Wo bist du jetzt inzwischen und was machst du hier? Genau, also meine Heimatstadt Görlitz habe ich verlassen, um in Erfurt zu studieren. Lebe jetzt quasi seit 3-4 Jahren in Erfurt. Und ja, versuche jetzt, bin jetzt 8. Semester Literaturwissenschaft, schreibe gerade meine Bachelorarbeit und möchte dann hier abschließen, um dann weiter in die Welt zu ziehen. Wunderbar. Wie ist so die Reaktion hier vom Publikum, von den Leuten, die heute hier kommen? Haben sie dir schon viel abgenommen? Auf jeden Fall. Ich bin total beeindruckt, wie die Leute die Portfolios durchblättern, wie sie interessiert fragen, wie man mit ihnen quatschen kann. Ja, kaufen sogar was, also auch immer für ein Gespräch offen, auch die ganzen Cosplayer, da kommt man so schnell, findet man Themen, über die man zusammen reden kann. Also super Publikum, 1A. Hast du selbst auch noch die Zeit, gelegentlich mal was zu lesen, ein Buch oder gar ein Comic und Manga? Es sieht schwierig aus, da ich für mein Studium immer Fachliteratur lesen muss. Ja. Und wenn ich nicht lese, dann male ich. Also zurzeit ist es schwierig, aber ich nehme mir dann immer so Phasen, wenn ich jetzt im Urlaub bin oder mal Auszeit mache, dann lese ich sehr viel, ja. Wunderbar, dann vielen lieben Dank für deine Zeit und vor allem noch ganz viel Erfolg heute. Ciao. Wir stehen wieder draußen in der frischen Luft und jetzt zum Abschluss habe ich mir überlegt, ich werde mal die ganzen coolen Leute hier in dem Cosplay ansprechen. Da stand nämlich so eine Gruppe an Leuten, die wahrscheinlich, vermutlich, hoffentlich nicht im Alltag so rumlaufen. Das weiß ich nicht genau. Mal gucken. Als was seid ihr hier so unterwegs? Als Partner. Ich eher als Unicorns of Love Fan. Okay, und ihr? Also ich bin einfach so jetzt heute mit einer Perücke, ein bisschen süß. Ich bin ein Charakter, also der heißt Monokuma aus Danganronpa. Ich bin Nagito Komaeda, Female aus Danganronpa 2. Ein Blumenmädchen. Hui. Ich laufe immer so rum, ich ziehe immer nur schwarz an. Sehr gut. Und man kann dich auch kostenlos umarmen, habe ich gesehen. Das ist auch ganz fantastisch. Ja, also wir sind hier heute hier auf dem Comicmarkt. Der Comicmarkt in Erfurt, für erste Veranstaltung dieser Art. Kennt ihr schon ähnliche Veranstaltungen? Die Jena-Kur in Jena. Jena-Con in Jena. Laufen ja auch rum und machen Werbung. Wieder? Jena-Co. Oh, Jena. Verzeihung. Jena-Co. Also die laufen ja auch rum. Und also seit wann seid ihr hier? Was habt ihr denn schon so gesehen? Wir sind seit so etwa gegen 11 hier und haben hier bisher die Hallen abgeklappert, haben uns den Cosplay-Wettbewerb angeschaut und ja, sind halt rumgelaufen viel.
Habt ihr selbst auch an diesem Cosplay-Wettbewerb teilgenommen? Nein. Wie war so euer Eindruck von den dort gezeigten Kostümen und von der Organisation? Also die meisten Kostüme waren wirklich sehr gut und die Choreografie war auch ziemlich gut gemacht. Also die haben sich sehr viel einfallen lassen. Wunderbar. Und hier sind ja ganz viele Leute. Also es sind ja Aussteller, speziell jetzt auch Künstler, die ihre Werke präsentieren. Eben auch wirklich Sachen aus dem Manga-Bereich, aus dem Comic-Bereich haben wir Leute hier. Und es wird sehr viel geboten. Was waren denn so eure Highlights? Jetzt mal vielleicht den Wettbewerb mal ausgeklammert. Ich finde immer den Plüschtierstand sehr toll. Die Plüschtiere sind immer sehr niedlich und auch die Katzenplüschtiere. Ich mag Katzen. Habt ihr denn auch die Gelegenheit genutzt, vorne euch mal die Zeichner, die Manga-Zeichner anzuschauen? Ja, das sind wirklich sehr, sehr schöne Werke, die dort ausgestellt sind und gezeichnet wurden. Und ich habe auch eins ergattert. Was denn? Eine Zeichnung von einer Frau mit, ich glaube, weißen Haaren und einem tätowierten Arm. Mhm. Was da drauf? Das sind so... Ach, die ist da drauf? Ja. Ich dachte, die Künstlerin ist das. Sehr gut. Ja, also was natürlich immer ganz wichtig ist, sind so Sachen, gerade bei Fans. Zum Beispiel, ich weiß nicht genau, was die Eintrittskarte gekostet hat, aber seid ihr der Meinung, das ist ein angemessener Preis gewesen für das, was euch geboten wurde? Ich fand den Preis recht angemessen, vor allem, weil man hier ja so ein großes Gelände gekriegt hat, ja, ein großes Areal gekriegt hat, wo man sich zum Beispiel den japanischen Garten angucken konnte und all das. Deswegen fand ich den Preis eigentlich recht angemessen, von zwischen 10 und 12 Euro war es, glaube ich. Ja, es ist bezahlbar. Ja. Wie sieht es generell aus mit der Location? Andere Veranstaltungen dieser Art sind gerne mal in großen, kahlen, grauen Räumen. Hier haben wir einen wunderschönen Ega-Garten vor uns, der von Blümchen nur so strotzt, in den auch viel Liebe fließt. Hat euch das gefallen? Ja, also ich komme hier aus der Gegend. Also ich habe mal hier in Erfurt gewohnt und es ist jedes Jahr immer richtig schön hier. Wie sieht's bei dir aus? Also ich fand's schön, weil, wie gesagt, sind halt wirklich alle an Veranstaltungen meistens in irgendeiner Halle. Und hier ist es schön, weil man kann sich auch mal raussetzen und es ist ja auch ein schönes Wetter heute. Habt ihr denn auch mal die Gelegenheit genutzt, euch mit anderen Cosplayern zu unterhalten oder mit vielleicht so ein bisschen mal auszutauschen über die Lieblingsserie oder den Lieblingscharakter? Oder so dieses klassische Netzwerken, wie ich das immer gerne mal mache, für euch jetzt gar nicht so das große Thema? Ja, also mit ein paar haben wir uns auch schon unterhalten, haben auch Bilder gemacht und ja. Oder was man auch sagen kann, ihn kannten wir vorher noch gar nicht, den haben wir heute erst kennengelernt, Marvin, und ja. Bestes Beispiel einfach. Ja, das ist eigentlich das beste Beispiel. Super, wie bei GeekWisper, wir machen vor allem ganz viele Rezensionen. Das heißt, wir gucken uns einen Comic an und am Ende sagen wir, ob er uns gefallen hat oder nicht und vergeben eine Punkteskala. Irgendwas zwischen 1 und 5. 1 ist eher so mau und 5 ist ziemlich fantastisch. Wenn ihr heute die Veranstaltung, den Comicmarkt hier in Erfurt bewerten müsstet, alle nacheinander, wie viele Punkte würdet ihr so geben? Zwischen 1 und 5 Punkten. Ich würde es schon zu den 5 Punkten tendieren, weil ich persönlich die Location hier, wie ich ja schon erwähnt hatte, sehr schön fand. Auch die Organisation war sehr gut. Ich fand es auch schön, zum Beispiel, wenn man dort hinten beim Programm geguckt hat, dass sie das nicht alles so glatt geleckt, sage ich jetzt mal, gemacht haben, sondern eher auch schön locker gemacht haben. Und dass es wirklich so rüberkam, als wollen sie uns eigentlich nur was zeigen, uns unterhalten. Und ja. Ja, ich würde auch zu den 5 Punkten tendieren. Wurde alles gerade genannt. Sehr gut. Ich würde eher 4 Punkte geben. Da ist doch ziemlich... weitläufig ist es eigentlich, also ich finde es schön, dass es so viel Platz ist und dass man auch so viele Möglichkeiten hat, auch Fotos zu machen. Aber es ist halt ziemlich weitläufig. Man findet die Leute, man findet nicht so viele Leute. Auf engem Raum. Ja, vor. Nein. Nein, also sie meint es jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel Leute trifft und die kennenlernt und ja, man dann weiterläuft, dass man die meistens dann gar nicht wieder sieht, als wenn das jetzt auf so einer kleineren Convention ist, auf einem etwas engeren Raum, weil dann läuft man den Leuten mehrfach über den Weg und dann hat man öfter die Gelegenheit zu quatschen und sich auszutauschen. Genau. Wie sieht es aus mit Punkten? Also ich würde auch 4 geben, halt aus dem Grund und auch ein bisschen wegen dem Preis, weil die Leipziger Buchmesse kostet 12 Euro, wenn man es vorbestellt und das, also auf der Leipziger Buchmesse hat man halt mehr Möglichkeiten von Händlern und vom Programm her und deswegen würde ich vielleicht wegen dem Preis und wegen der Weitläufigkeit 4 Punkte geben. Also ich würde auch so zu 4 Punkten tendieren. Auch weil ich finde, von den Workshops her hätte man mehr noch machen können, weil ich habe das auch schon
besser. Wir sehen. Für die Workshop hatten wir leider gar keine Zeit. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir da morgen noch Möglichkeiten haben. Was genau war das denn und was würdest du optimieren? Naja, also ich meine, ich habe jetzt nur das Beispiel von der Jenaco, bei der Leipziger Buchmesse. Da ist ja nicht so viel mit Workshops. Aber bei der Jenaco waren halt zum Beispiel solche Workshops wie Perücken, wie man mit Perücken umgeht, oder Showkampf, was ich zum Beispiel sehr cool fand. Okay. Und ja, ich finde, da waren einfach mehr Möglichkeiten. Wie sieht es bei dir mit Punkten aus? Also ich tendiere bei 5 Punkten, also weil das erste Mal halt, und ist halt schön, meine Convention hier in der Nähe zu haben und nicht immer bis nach Düsseldorf oder sonst wohin zu fahren. Mhm. Und fürs erste Mal, finde ich, ist richtig gut geworden. Bei dir? Ich würde 4 Punkte geben. Ich fand den Cosplay-Wettbewerb besonders schön, weil der auf der Jenaco ist eher kleiner. Und auch wie die Moderatoren das so gemacht haben, fand ich sehr schön beim Cosplay-Wettbewerb. Aber ich fand den Händlerbereich nicht so schön, weil es sind einfach nicht so viele Stände da gewesen. Und dann waren da auch noch so viele Leute, die da was kaufen wollten. Deswegen war die Wartezeit sehr lang. Okay. Und eine abschließende Frage noch zum Schluss. Seid ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei? Ja. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Vielen Dank für eure Zeit und viel Spaß noch. Ciao. Danke. Ciao. Ja. Ja. Stellst du mir jetzt Fragen? Oder? Ich würde mich jetzt mit dir unterhalten nebenbei. Ich guck mal, ob das mit der Audioqualität so passt. Ja. Ja, aber ich glaube, man hört uns ganz gut. Wir sind ja heute nämlich beim zweiten Tag des Comic Parks in Erfurt. Und der Comic Park in Erfurt, der hat viel mehr zu bieten als nur ganz viele tolle Cosplayer und ganz viele tolle Comic-Geschichten. Unter anderem ist hier auch Pegasus-Spiele vertreten. Und die gibt es wohl seit 93, kann ich gerade lesen. Genau. Hallo, ich bin der Andi, wer bist denn du? Ich bin Doreen. Hallo Doreen. Doreen, du hast mich gerade angesprochen und hast gemeint, wir können hier mal was spielen. Ich sehe, ihr habt hier ganz viele Sachen aufgebaut. Wer seid denn ihr überhaupt? Ich bin Supporter vom Pegasus-Spiele. Hm? Und wir Supporter sind da so ein eigenes Völkchen für sich. Weil wir machen das nicht für Geld, sondern alle freiwillig. Und es cool findet. Ja, weil wir gerne spielen. Deswegen steht bei uns auch drauf, wir machen Spaß. Ja. Und wir setzen hier an ein Spiel dran, wollen einfach mal rumprobieren. Und das nennt sich Mystic Veil. Vale. Was ist denn Mystic Veil? Vale? Mystic Veil ist ein Deckbauspiel. Aber nicht so klassisch, wie man es kennt von Dominion oder Thunderstone, sondern man verstärkt seine eigenen Karten. Mhm. Also man hat ein bestimmtes Deck, was schon vorgegeben ist, mit einer bestimmten Anzahl an Karten. Mhm. Und die Karten verstärkt man dann, indem man sich eben neue Karten in die Karten reinschiebt. Okay. Also man macht die Karten innerhalb des Spieles einfach stärker. Okay, das heißt, die Werte der eigentlichen Karten verändern sich im Laufe des Spiels durch Sachen, die ich mir vielleicht dazu verdiene, durch Punkte oder was auch immer. Wir haben gestern ein Interview geführt mit den Jungs, die draußen hier Yu-Gi-Oh! Gespielt haben. Ist ja ein Trading Card Game mit festen Werten. Das ist also der Unterschied, dass man hier im Spiel sich was verändert, ja? Genau, genau. Hier verändert sich komplett der Wert von den Karten. Und du kannst dir immer frei wählen, wenn du gerade Karten ausgewählt hast, in welche Karte du die Folie reinsteckst, um sie zu verstärken. Das ist jetzt ja eines von vielen Spielen, die ihr heute dabei habt, generell auch gestern schon am Samstag. Was hat sich denn Pegasus-Spiele so auf die Fahnen geschrieben? Was kann man sagen, es gibt so eine Richtung von Spielen, die ihr bedient, oder macht ihr querbeet? Was ist so eure Zielrichtung? Also wir machen eigentlich querbeet. Das Neueste, was dazu gekommen ist, sind Kinderspiele. Das läuft jetzt seit, muss ich überlegen, 2015, glaube ich. Ja, 2017. Okay, und also thematisch auch querbeet? Querbeet, ja. Von Kartenspielen, Brettspielen, Kinderspielen, Kennerspiele, alles dabei. Ist es nicht verdammt schwer, gegen die ganzen großen Marktführer anzustinken, oder macht ihr das mit Individualität und Charakter und wieder wett? Dadurch, dass es ja nicht eingekaufte Promoter sind, die die Spiele supporten, sondern einfach nur Spieler, die gerne die Spiele spielen, wissen wir, wie wir das rüberbringen, und wir machen das ja alle mit Freude, und das sieht man uns dann sicherlich auch an, und dadurch verkaufen sich vielleicht die Spiele auch besser. Das ist ziemlich cool, das ist ein gutes auch ein Indiz für die Qualität der Spiele, ne? Also wenn es Leute gibt, die das so gern haben, dass sie da eben auch freiwillig da was für machen. Ne? Genau. Wie ist so die Resonanz gestern und heute gewesen? Also gestern war es relativ voll, es waren die Familienspiele, die gingen ganz gut, Crossmaster ging auch sehr gut. Es war eigentlich immer voll. Heute ist es ein bisschen leerer, aber
Ja, kommt vielleicht noch. Was sind denn so eure Renner? Gibt es so die zwei, drei Highlights, die bei Pegasus-Spiele besonders gut laufen? Munchkin geht immer. Ja, genau. Munchkin okay. geht ist seit Jahren schon. Also da kommt immer auch mal was Neues. Crossmaster ist jetzt der Dauerbrenner seit ein paar Jahren. Und das ebbt nicht ab. Also es geht immer weiter. Da kommt noch einiges. Noch kurz vor unserem Interview habe ich gedacht, ich würde das ja gar nicht kennen, aber Munchkin, das kenne selbst ich. Ja, genau. Also Munchkin gibt es schon lange in Deutschland. Hast du Pegasus-Spiele dann auch über Munchkin kennengelernt oder war es ein anderes Spiel, das sich da in die reingerutscht, wo du reingerutscht bist? Nee, es war wirklich Munchkin. Munchkin und ich habe mit Leuten aus der Community immer gespielt und es gibt halt so viel von Munchkin und ich dachte immer, das kostet so viel Geld und wie könnte ich mir denn das finanzieren und es macht ja Spaß und ich möchte ja auch anderen Leuten den Spaß rüberbringen und bin dadurch halt auch über einen Bekannten darauf gestoßen, dass man ja auch Supporter werden könnte und sich dadurch ein bisschen sein Hobby mit finanziert und weiterbringt. Gibt es denn auch von Pegasus-Spiele Veranstaltungen, wo man beispielsweise spielen kann, Spieleabende oder sowas wie Werksbesichtigungen? Gibt es sowas? Ja, das gibt es. Also wir haben einmal im Jahr, dieses Jahr ist irgendwann im Oktober, ist so ein Händlertag bei Pegasus und da werden immer Händler eingeladen, aber ich glaube, da ist auch immer Werksbesichtigung, wo man noch als Normaler mal rein kann. Und es wird in Friedberg oder Bad Nauheim gibt es immer mal Spieleabende. Ach ja, super, das ist ja für uns, die wir teilweise auch aus der Rhein-Main-Region kommen, natürlich optimal. Werden wir schön verlinken. Was möchtest du denn aktuell empfehlen? Vielleicht auch an einem aktuellen Spiel, was dir gerade besonders viel Spaß macht. Picken wir nochmal eins raus jetzt zum Schluss, wo du sagst, das sollte man auf jeden Fall mal genauer einen Blick drauf werfen. Als Familienspiel würde ich sagen, mein Traumhaus. Da baut man eben sein eigenes Haus auf mit Schlafzimmer, Bad und so weiter, alles was reingehört. Es sieht zwar aus wie ein Mädchenspiel, ist es aber nicht. Also Sims in analog. Ja, so ungefähr, ja. Ja, dann super. Vielen Dank für deine Zeit und ich würde sagen, spielen wir mal eine Runde Mystic Veil. Genau. Ciao. Der Moment ist gekommen. Wir sitzen wieder mal draußen in der frischen Luft, in der Sonne und auch der Sonntag hat sich ja als sehr sonniger, schöner Tag etabliert. Und wir sitzen direkt am Pool. Ich bin hier auf zwei Ladies getroffen, die auch schon gestern hier waren. Hallo, ich bin der Andi. Wer seid denn ihr? Cassidy. Julia. Cassidy und Julia. Wenn ihr so gestern und heute in einem Wort zusammenfassen müsstet, was würdet ihr da so sagen? Genial. Genial, sehr gut. Ja, was habt ihr euch denn angeguckt? Was waren denn so eure Highlights? Es sind hier sehr viele Sachen geboten, sowohl Aussteller, Comic-Artists, die Ellie ist hier gleich um die Ecke und natürlich gibt es auch ein Bierchen. Was ist denn so euer Highlight gewesen? Ja gut, für Cassidy natürlich erstmal das Bier. die Leute von Comic Attack, schon cool, weil ich mich halt mit denen auch über Preacher unterhalten konnte, weil man halt hier auf nicht so viele Leute trifft, die halt Preacher kennen. Und deswegen auch, ja, ich suche immer noch meinen Prediger und meine Tulip, also von daher. Viel Erfolg. Werde ich nicht haben. Und du bist hier, wenn du sagst, dass du mit den Leuten von Comedy Tech gequatscht hast, bist du hier aus der Region? Kennst du den Laden von denen? Ja, ich war zweimal dort. Ich wohne eigentlich eine Stunde weg von hier. Mhm. Und wo wir das letzte Mal dort waren, Preacher gekauft, was mir halt so gefehlt hat, und Hellblazer noch gekauft. Wir haben uns gleich mal Flyer mitgegeben für heute. Zunächst erstmal ganz kurz, also du bist offensichtlich jetzt hier als was gecosplayt? Als Cassidy. Als Cassidy. Und du? Julia. Cassidy und Julia. Woher ist Julia? Fairy Tale, Manga. Ah ja, okay, alles klar. Ja, und jetzt kommt natürlich noch die zweite Staffel von Preacher. Freust du dich drauf? Auf alle Fälle, weil dann fängt es ja so an, wie die Comics dann sind. Ich freue mich übelst. Vor allen Dingen, weil ich den Teaser schon gesehen habe. Ja. Genial. Das soll ja blutiger werden, habe ich gelesen. Hoffentlich. Also für Cassidy auf alle Fälle. Jetzt geht ja, wie gesagt, gleich über die zweite Staffel los. Die erste ist ja schon hinter uns. Die Comics, da kennst du dann wahrscheinlich auch alle ganz gut. Hast du alle gelesen? Noch nicht alle. Noch nicht. Noch nicht alle, okay. Ja, cool. Vielleicht gerade nochmal hier zum Comicmarkt in Erfurt selbst. Wir vergeben bei Geekwisper.de immer so Punkte. Ja, das heißt, eins ist eher so mau und fünf ist eher so extrem fantastisch. Wie viele Punkte würdet ihr denn so aus dem Bauch raus für die beiden Tage hier in Erfurt geben? Vier. Vier, warum? Ja, ist ja das erste Mal und es sind jetzt auch nicht so viele Leute da. Und ich finde, sie könnten auch mehr Hallen benutzen und mehr aufstellen. Mhm. Und du? Ja, natürlich auf alle Fälle mehr Leute anheuern, noch versuchen, viel mehr Fans ins Boot zu bekommen. Und ja, wie gesagt, für die Comic-Leute ist es halt noch ein bisschen, ja, aber doch vier Punkte passen schon. Kennt ihr denn vergleichbare Veranstaltungen?
absolut nicht, leider. Nee, okay. Was waren denn so die krassesten Cosplays, die ihr gesehen habt? Es waren auf jeden Fall ganz viele Naruto-Cosplays. Und das Krasseste kann ich jetzt nicht zuordnen. Obwohl, von Naruto waren hier auch so ein paar Kiddies, was weiß ich, die werden bestimmt noch keine 10 gewesen sein, aber die Performance von denen, genial. War ein Hammer, ja. Ja, da haben wir auch die ganze Zeit hier gesessen und zugeschaut, die waren richtig cool drauf. Sehr gut. Ja, cool, dann vielen lieben Dank für eure Zeit und viel Spaß heute noch, gell? Ciao. Ciao, danke. Gerade stehe ich vor Wonder Woman. Wonder Woman ist aber ziemlich 2D. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Ich bin die Wanda aus Erfurt. Hallo Wanda. Wanda, du hast ja ganz viele Superheldinnen auf Leinwand gebracht. Was haben wir denn hier vor uns? Also, wir haben hier eine Wonder Woman, die noch in der Entstehung ist. Und dann haben wir Huntress, Black Canary, Batgirl, Poison Ivy, Harlequin, Catwoman und noch ältere Comics, und zwar Phasm, Witchblade und Soulfire. Okay. Bist du selbst Comic-Fan? Ja, total. Also seit über 10 Jahren sammle ich regelmäßig Comics. Bin auch Stammgast im Comic Attack in Erfurt. Schaue jede Woche vorbei, ob es was Neues gibt. Mhm. Ja, und habe auch schon eine ziemlich große Sammlung zu Hause. Und ganz offensichtlich bist du auch Künstlerin und machst doch selbst einiges. Das ist jetzt viel auf Leinwand und Drucke. Was und wie arbeitest du denn? Also ich arbeite mit Acryl oder mit Ölfarben. Vorzugsweise auf Leinwand oder auch auf Holzplatten. Ja. Okay, ich sehe jetzt vor allem auch eine leichte Tendenz zu DC-Charakteren. Mhm. Hat das einen Grund? Nö, das ist einfach nur, weil mir die Charaktere gefallen. Also ich male gerne starke Frauen, sozusagen Amazonen. Das ist momentan so mein Thema. Cool, und da sind auch ganz viele andere Sachen noch hier dabei. Ich sehe da unter anderem etwas, oh Gott, das kann ich nicht beschreiben. Ich würde sagen, ein Nashorn ohne Horn mit Elefanteneinschlägen und jede Menge Seifenblasen. Und generell auch noch Tiermotive. Also was ist das denn? Die Tiermotive, ja, das ist wie so ein Geheimbund, den ich mir ausgedacht habe. Die quasi so Alchemie und alles sowas, so alte Sachen machen und... Ja, die haben alle so ein Abzeichen hier, so ein Tattoo. Mhm. Und ja, die gehören in meiner Fantasie zu irgendeinem Geheimbund. Und ja, das sind so Fabelwesen oder sowas. Ja, vor allem sind sie wunderschön, das sieht sehr detailverliebt aus. Hast du irgendwie Kunst studiert oder ist es einfach nur ein Hobby, das du sehr ins Detail gebracht hast? Das ist mein Hobby. Also ich gehe ganz normal arbeiten, 40-Stunden-Woche und mache das in meiner Freizeit und... hat mir eigentlich vieles selbst beigebracht, beziehungsweise halt geschaut, angelernt, wie machen andere das, angelesen. Da kann man sich ja überall weiterbilden, sag ich mal. Und vor allen Dingen ganz viel geübt. Also üben, immer dranbleiben und Spaß dabei haben. Gibt es denn auch so eine Art lokales Netzwerk, in dem du aktiv bist, so Künstler, die sich untereinander ein bisschen austauschen, oder ist das alles anderswo zusammengesucht? Also ich lerne jetzt immer mehr kennen, auch hier jetzt beim Comic Park habe ich wieder ein paar Gesichter gesehen und mich ein bisschen ausgetauscht. Ansonsten male ich natürlich so in meinem Atelier für mich. Genau. Und vielleicht noch eine kurze Frage zum Schluss. Wie kam es zur Zusammenarbeit hier, also auch mit dem Comic-Markt? Du hast gemeint, du kennst jetzt auch den Ed von der Comic Attack, der hat dich gefragt, oder wie? Ja, genau, Ed hat mich gefragt, weil der kennt mich und kennt auch meine Arbeiten, weiß, dass ich auch im Bereich Comic einige Motive mache, und der hat mich angesprochen und ich war natürlich gleich dabei, fand ich super, erster Comic-Park, auch Megapark, und ich hoffe, es gibt einen zweiten nächstes Jahr. Toll, toll, toll. Er wusste selber noch nicht ganz genau. Weil er auch Glück hatte mit dem Wetter und so. Genau. Wie sieht's aus? Wo können wir dich online finden? Wo können wir uns vielleicht mal Proben deiner Arbeit anschauen und dann unter Umständen vielleicht sogar bestellen? Ja, also ihr findet mich im Internet www.wanda-lism.de und auch auf Facebook und Instagram. Alles klar, packen wir alles in die Shownotes, brauchen wir nur draufklicken und findet dich dann auch. Vielen Dank für deine Zeit. Danke auch. Ciao. Tschüss.